Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu Gran Turismo Sport und willkommen zu den 24 Stunden von Le Mans, der World Endurance Series. Und da wir ja genau wie im ersten Stint auch wieder einiges an internationalem Publikum dabei haben, sowohl vor den Farbflimmergeräten als auch hinter den diversen Steuern, die wir ja heute auf dem virtuellen Asphalt zu Gesicht bekommen, auch noch eine kurze Begrüßung in Englisch. So, welcome everybody, welcome back to Gran Turismo Sport and the 24 Hours of Le Mans organized by the World Endurance Series. Wir sind ein paar Minuten entfernt von Lobby A, Stint Nummer 4, von 22 bis 0 Uhr, also in den nächsten roundabout 2 Stunden, werden wir hier jetzt einmal sehr gespannt sein, wie die Fahrzeugübergaben stattfinden, welches Team, welches Fahrzeug sich jetzt hier in den ersten, lass mich mal kurz rechnen, 6 Stunden dieses insgesamt 24 Stunden dauernden Events geschlagen haben. Ich bin auch sehr gespannt, was sich in den letzten 2 Stints, seit ich hier live am Start war, noch verändert hat. Und das werden wir uns gleich gemeinsam angucken. So, in a few minutes, the race or stint number 4 should start. Took a look at the stint 3 stream from Shadow of the Storm and the LMP1 and GT3 drivers, especially the GT3 ones, should be in the last lap. And so we have to see, or we will see, the first drivers from the GT3 grid starting pretty soon. Im Großen und Ganzen werden wir den Stream wahrscheinlich wieder weitestgehend auf Deutsch gestalten. Da fühle ich mich ein bisschen wohler und gerade wenn viel Action auf der Strecke ist, ist das ein bisschen einfacher für mich. Deswegen auch nochmal kurz die Botschaft in englischer Sprache. So, I think we will comment most of the stream, most of the event in German language, but please feel free to ask your questions in English, in the language you prefer, German or English, and we will do the best out of it. And of course, tell your questions, tell me your wishes, and we can every time or any time switch from German to English. Shouldn't be a problem. So, ja, wie gesagt, die eine oder andere Minute müssen wir noch Geduld haben, aber Stint Nummer 3 ist tatsächlich in den allerletzten Zügen und dann geht's für uns auch hier gleich rauf auf die Strecke in die Nacht hinein. Es dämmert hier schon kräftig, auch im virtuellen Le Mans. Und so langsam aber sicher geht es in die tiefe Nacht hinein. Das Event geht noch bis morgen Nachmittag, Sonntag 15 Uhr. Denkt daran, heute Nacht wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Und ich denke, dass sich die virtuelle Tribüne dann in den nächsten Minuten dann auch füllen wird, sobald Shadow of Storm mit den Zuschauern einmal rüberkommt. Und dann können wir uns auf 2 Stunden Simracing Action freuen. Alle 14 sind auf jeden Fall in der Lobby drin. Das ist schon mal gut zu sehen. Alle sind dabei, ein volles Fahrerfeld wird somit in den 4. Stint dieses Events hineinstarten. Gut zu wissen und schön zu sehen. Da habe ich auch schon den ersten Motor aufheulen sehen und kann das sein? Geht das mit rechten Dingen zu? Wir verlassen uns einfach mal darauf und gucken einfach mal, was hier passiert. BLR MJ Ducati ist auf jeden Fall vom Team Triebwerk hier als erster auf die Strecke drauf gestartet. Ich bin gerade ein bisschen überrascht zugegebenermaßen. Ich weiß ja nicht, was sich in den letzten 2 Stints hier verändert hat, aber das Team Triebwerk ist in Stint Nummer 1, ich glaube, auf der vorletzten oder drittletzten Position über Start und Ziel gegangen. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, ob hier gerade alles mit rechten Dingen zugeht oder ob die Jungs vielleicht eine Runde zu früh draußen sind. Aber wie gesagt, was weiß ich schon? Ich habe in den letzten Stunden nicht jedes Detail mitverfolgt. Aber zumindest freuen wir uns darüber. Das erste Fahrzeug hat den Weg auf die Strecke gefunden und den Rest, den werden wir links und rechts dann schon erfahren. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. 3 Fahrzeuge sind raus. FGR Manuel von der Simracing-Liga hat sich ebenfalls auf die Strecke gewagt und als Dritter im Bunde Ignorance 92 auf Position Nummer 3. Na, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob da noch irgendeine Korrektur kommt, insbesondere hier Manuel und Ignorance. Wir gucken uns gleich natürlich nicht nur die Fahrer, sondern auch die Teams nochmal in aller Ruhe an. Schauen wir mal, wie sie sich in den letzten Stunden, in den letzten beiden Strints hier eingegroovt haben. Aber über den Erstplatzierten
wundere ich mich gerade noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht gab es auch irgendwelche Katastrophen, die ich nicht mitbekommen habe. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Gucci. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, bis sich hier alle Schritt für Schritt auf die Strecke schälen, uns vielleicht auch einfach schon mal die einzelnen Teams mal anzugucken. Wir switchen jetzt trotzdem mal auf die 1. Auf BLR MJ Ducati im, ich wiederhole mich gerne, hatte ich in Stint 1 schon mal erwähnt, in einem sehr schick gestalteten Porsche. Das Team mit der 888 Triebwerk, powered by Joker Racing. In Stint Nummer 4, BLR MJ Ducati am Start, zusammen mit seinen Teammitgliedern hier aber unterwegs. 6 an der Zahl sind es. Mit Bullimark, Killmaschine, Andre, Crispo und Kevin. Schön, dass ihr dabei seid. So, jetzt habe ich hier gerade einen kleinen technischen Fehler. Das muss ich mal kurz beheben. Ich kriege nämlich die Einblendung nicht mehr weg. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Auf Position 2 haben wir FGR Manuel. Ja, die Jungs von der Simracing Liga haben wir in Stint Nummer 1 auch schon sehr weit vorne gesehen. Somit war da auch schwer mitzurechnen, dass sie hier auch wieder sehr weit vorne platziert sind. Das Team mit der Nummer 490, Team 49 Simracing im Stint Nummer 4. Manuel aus Österreich am Steuer und ebenfalls in einem 6er Team hier am Start. Zusammen mit Harald, Edelnussmischung, Mad Dog, Buhmann und No Nickname. Als Dritter auf die Strecke gefahren, Ignorance 92 aus Belgien, ebenfalls hier im Porsche unterwegs. Das Team mit der Nummer 68 und ich switche kurz ins Englische, da die Jungs aus Belgien sich da, glaube ich, ein bisschen leichter tun. We have the team with number 68, GTSV, Racing Team, Ignorance 92, Instinct number 4, behind the wheel, and also a six-man team, and Ignorance is driving together with Vega, Chronic Team, Krizzle, Randy Moore, und Dimikon. Good to have you back, guys. Mittlerweile haben wir aber auch mehr Fahrzeuge auf der Strecke. Als Vierter ist unser Audi R8 LMS auf die Strecke gekommen. TCP's 4 from Great Britain started into the Stint Number 4 race from GT3 Position Number 4. The team with the number 48. And we have a five-man team here, and TCPs is driving together with Wiley Coyote, Goofy, Chitname, und Dominguez. Ah, maybe two, Philantis, but this could be one of the teams which changed some drivers before the event. LRT 94, nee andersrum, 49 Vulkan ist als erstes LMP1 Fahrzeug hier auf die Strecke rausgegangen und es macht jetzt erstmal Sinn, hier die 49 nochmal auszublenden, die keine 49, sondern eine 48 ist, somit auch der erste LMP1 hier auf die Strecke, Runde Nummer 1 somit für den ersten LMP1 Boliden. Das Team mit der Nummer 498, Team 49 Limitless, ein Fünfer-Team und Vulkan geht hier an den Start zusammen mit Mojo, Lucas Eve, MP6 und McWurst, der auch im ersten Stint hier schon richtig, richtig stark vorgelegt hat und das scheint sich hier auch in den letzten 4 Stunden nicht allzu viel verändert haben. Das Team 49 Limitless hier wirklich ganz, ganz stark in dieses Event
reingestartet, scheint das auch gut durchgezogen zu haben. Hier, wie gesagt, auf LMP1 Position 1 unterwegs, hier direkt rein in die zweite Runde des Rennens. Und die anderen folgen aber sukzessive und wir gehen sie jetzt Schritt für Schritt durch. Als Sechster auf die Strecke gekommen, GTT Bundo im Mercedes AMG. Ein weiterer GT3 Bolide. Die Kameraden scheinen sich zumindest wieder ein bisschen berappelt zu haben, nachdem sie nach Stint 1 dann doch deutlich zurückgelegen haben aufgrund eines kleinen Unfalls und einen weiteren, zumindest schadenfreien Dreher. Aber das hat einen Haufen Zeit gekostet, haben sich aber hier wieder ein wenig nach vorne gearbeitet. Das Team mit der 486 Gold Ochsen Sim Racing, auch ein Fünfer-Team. Und Bundo unterwegs mit Tobi, Finn Connor, Paul und Robert. Ich habe mir den Namen gemerkt, nur der Vollständigkeit halber. So langsam aber sicher schieben sie sich ja auch alle auf den virtuellen Asphalt drauf. Auf Position 7 haben wir den zweiten LMP1 im Grid. Manem 12 hat sich da schon mal gleich frisch hier in Stint Nummer 4 reingeschoben. Eine kleine Zeitstrafe eingesagt. Ja, die Stewards im virtuellen Frankreich sind sehr, sehr streng. Aber das knappe Sekündchen kriegt er schon wieder abgebaut. Das Team mit der 491 Team 49 Sim Racing LMP1. Ein Sechser-Team. Können sich die 12 Stints a 2 Stunden also hier relativ entspannt untereinander aufteilen, obwohl entspannt sicherlich die falsche Bezeichnung ist. Und Manem unterwegs mit Dabushi, Patti. Batti, Bakain und Echo. Gerade ein bisschen klein geschrieben, bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Sonst korrigiert mich auch gerne wieder. Auf Nummer 8 das Racing-Team aus Friesland, der zweite Audi R8 LMS hier auf der Strecke. Schön zu sehen. Im ersten Stint leider nicht zu Gesicht bekommen, aufgrund eines technischen Fehlers. Jetzt aber hier mit am Start in der Ingolstädter Diva. Definitiv nicht einfach zu steuern, aber schön zu sehen, dass hier auch ein bisschen Abwechslung auf der Strecke geboten wird. RTO Alexander 72. Somit hier frisch rein in Runde Nummer 2. Das Team mit der Nummer 20, Racing Team aus Friesland. Ein Fünferpack und Alexander zusammen unterwegs mit Performante, Neofaster, Narash und Lukas. Schön, dass ihr dabei und schön, dass ihr wieder zurück seid. Auf Position 9, zumindest für den Moment, haben wir dann den dritten LMP1 hier im Fahrerfeld. TX3 HQ. Ebenfalls hier frisch in seine zweite Runde hineingestartet. Die erste Runde oben in der Anzeige war natürlich die quasi Einführungsrunde, bevor das Rennen vom Vordermann hier in der Box übergeben wurde. Das Team mit der Nummer 1, Hermann Motorsport Sim Racing, ein Fünfer-Team und Haku hier am Start zusammen mit Grello Luca, Knutzen, Kaliber und Evo Tropic. Ja, und da haben sich die Jungs von Hermann Motorsport Racing auf jeden Fall wieder ein bisschen vorgearbeitet. Damit war ein Stück weit schon zu rechnen, weil die Kameraden wirklich sehr, sehr schnell unterwegs waren in den letzten Stints, aber jetzt dann auf die dritte Position des LMP1-Klassements vorgefahren. Also ganz, ganz starke Leistung. Und das Event ist ja immer noch relativ jung. Wir haben noch nicht mal die Hälfte hinter uns. So, Narash, bitte mit einem A aussprechen. Weil ich Narash gesagt habe. Aber danke, genau das sind die Korrekturen. Schreibt ihr mir gerne rein. Also, Narash, ich glaube, du meintest dich selber. Alles klar, danke dafür. Auf Position 10 sehen wir den nächsten LMP1. Und in dem Fall switche ich mal wieder ins Englische, da wir es mit einem unserer belgischen Teams zu tun haben. GTSV Gianni. On position number 10, fourth position in the LMP1 Classement. The team with the number 61,
WES Crew. Und an der Stelle herzlich willkommen Shadow of Storm mit 20 Leuten. Schön, dass ihr rüberschaut. Willkommen in Stint Nummer 4. Macht es euch gemütlich, sucht da einen Platz. Ihr habt hoffentlich ein Sitzkissen dabei. Die muss man sich hier nämlich mitbringen. Aber dann werden das tolle 2 Stunden in Richtung Mitternacht. So, ja, Nagash natürlich auch. Bruno, Kingplayer, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen in Stint Nummer 4. Und wir gucken uns natürlich jetzt auch die restlichen Teams. Alle Fahrer haben wir noch nicht durch an, die sich jetzt hier auf die Strecke geschoben haben. Auf Position Nummer 11 haben wir YT, steht vielleicht für YouTube, Reggae Kings im Mercedes-Benz AMG. Der nächste GT3-Bolide hier auf dem virtuellen französischen Asphalt. Das Team mit der Nummer 547 GRL Racing, ein weiteres 6er-Team und Reggae Kings hier unterwegs zusammen mit Excellen, Drachenjäger. Oh! Und direkt ein Motorschaden und das so früh in diesem Rennen. Ja, was ist da denn passiert? Entschuldigt mal, dann muss ich mal ganz kurz hier die Vorstellung des Teams dann unterbrechen. Ja, da ist anscheinend der Druck des Publikums wieder zu Verhängnis geworden. Wir gehen noch einmal zurück. Was ist da denn passiert? Das sah mir jetzt gar nicht so nach der kritischen Stelle aus. Wir gucken uns das einmal aus der Verfolgerperspektive aus. Links rein in die Links-Rechts-Kombination. Ah, beschleunigt, Heck weggezogen, klassischer Hecktriebler. Ach, ist das böse. Und das an dieser Stelle, das wird eine lange, schmerzhafte zweite Runde für Reggae Kings. Motorschaden bedeutet Motorendrosselung. Ah, 140, 150 Stundenkilometer, vielleicht auch 160 scheint er hier zumindest zusammenzukriegen. Aber das werden ein paar schmerzhafte und sehr lange Kilometer bis in die Box. Und so natürlich direkt hier in den 4. Stint hineingestartet. Das tut natürlich richtig weh. Ja, ja, der Fluch des Livestreams, der Druck des Publikums. Nicht das erste und auch nicht das letzte Mal. Auf der 12 haben wir King of Gullywood. Dicht gefolgt von NRC Raptor. Die beiden hier aber auch schon in ihrer zweiten Rennrunde im Stint Nummer 4. Das LMP1-Team mit der Nummer 487. Hermann Motorsport Sim Racing. Und der gute King of Gullywood zusammen unterwegs. Mit DPM, mit Get on My Same Level, mit Black Gamer, Klexi und Marco Popper. Gleich haben wir sie alle durch. 2 haben wir noch. Einmal NRC Raptor hier auf Position Nummer 13. Schiebt sich sukzessive nach vorne. Das Team mit der Nummer 666 Nexus Racing Concept. Eines der 5er-Teams hier am Start. Und der gute Raptor unterwegs mit Lamax, Eddie, Bünzli und PV Hero. Schön, dass ihr dabei seid. Und last but not least, auf Position 7 des LMP1-Grids und wird sich hier auch in der Gesamtplatzierung nochmal nach vorne arbeiten, wenn er jetzt den ein oder anderen GT3-Boliden eingeholt hat. DBR-Kollektiv für das Team mit der Nummer 14 am Start. Racing Team Peter, eines der 6er-Teams und Kollektiv unterwegs mit Anton, Quickpit, Vlumien, Drölf und Mickey Finn. Somit haben wir sie alle durch, Ladies and Gentlemen. Alle 14 Fahrer, alle 14 Teams haben sich auf der Strecke eingetroffen, haben jetzt auch schon die ein oder andere Runde hinter sich gebracht. Deswegen werden wir sie uns jetzt alle nochmal in Ruhe angucken. Wir haben jetzt knapp 2 Stunden Zeit, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wo sie sich eingrooven. Die GT3-Boliden werden ihre Fahrzeuge am Ende von Runde 31 an der Box abstellen. Die LMP1-Fahrzeuge am Ende von Runde 37.
und somit haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, wir sind hier gerade auf den Erstplatzierten, das hat sich aber auch jeden Moment geändert. Nee, im Moment tatsächlich noch nicht, weil sie früher rausgefahren sind. BLR MJ Ducati hier auf der 1 unterwegs. Aber Jungs und Mädels aus Stint Nummer 4, vielleicht könnt ihr mich mal korrigieren. Wie gesagt, ich bin jetzt im letzten Stream nur ein paar Minuten dabei gewesen. Ist tatsächlich das Teamtriebwerk auf Position Nummer 1? Oder ist Kamerade Ducati eine Runde zu früh aus der Box rausgefahren? Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher. Batscha, schön, dass du dabei bist. Paul ist da. Bruno hatte ich, glaube ich, schon begrüßt. Eifelblitz, einen wunderschönen guten Abend. Und Batscha schreibt, wer will mehr, aber nicht mehr, der guckt einfach den Kotzbär. Ich bin mir nicht gerade so sicher, ob das ein Kompliment ist oder einfach nur völliger Blödsinn. Vielleicht auch beides. Aber schön, dass du da bist. So, vielen Dank auch für die Follows, die da reingekommen sind. Batscha, Kingplayer, Arena Racer, Lazybone, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Es ist keine Böswilligkeit, einfach nur maximal Verpeiltheit. Aber ich freue mich über jeden einzelnen von euch. So, Shadow, und natürlich, du hattest geschrieben, der Raid hat dadurch super gepasst. Ihr seid mit 20 Leuten rübergekommen, alles ist in Ordnung. Und Hauptsache, wir haben gemeinsam Spaß. Ich hoffe, ihr hattet das auch. Ich habe gehört, irgendwie, du bist relativ kurzfristig eingesprungen. Lief wohl ganz, nicht so ganz fluffig in Stint Nummer 3. Aber ich habe es wirklich bloß mit einem Auge und Ohr mitbekommen. Aber vielen, vielen Dank fürs Rüberschicken. So, wie gehen sie durch? Auf Position 2 haben wir hier im Moment noch FGR Manuel vom Team 49 Sim Racing. In dem Moment dann auch von Vulkan überholt worden, dem aktuell Erstplatzierten im LMP1 Klassement. Ganz starke Leistung hier bisher von Team 49 im LMP1. Und das Ganze auch schon mit einem sehr ordentlichen Abstand zu den Verfolgerfahrzeugen. Hier haben wir nochmal FGR Manuel, auch hier gerade nochmal von dem LMP1 überholt, der sich aber noch in einer anderen Runde befindet. Auf Position Nummer 4 haben wir Ignorance 92, Our Friends from Belgium. ...14,1 Sekunden zwischen Manuel und ihm, das ist natürlich schon ein ordentliches Holz, also da sehen wir dann doch, in den ersten 6 Stunden des Events sind dann doch ein paar Abstände dazugekommen. Das ist natürlich auch nicht verwunderlich. Im Moment noch relativ angenehm eng zusammen. Aber wie gesagt, dass sich die Fahrzeuge hier dann ein bisschen auseinanderschieben, das ist auch ganz normal. Aber nur noch mal der Vollständigkeit halber, wir befinden uns erst im vierten von insgesamt 12 Stints. Hier wird noch einiges passieren. Ausruhen ist noch lange nicht angesagt und so langsam aber sicher starten wir ja dann auch in die dann für alle Beteiligten sehr anstrengende Nachtphase. Also mal sehen, wie es am nächsten Morgen ausgeht, beziehungsweise weiter. Und das Ganze, der ganze Spaß hier geht noch bis Sonntagnachmittag 15 Uhr. Wir sind sehr gespannt, wer sich wo einfinden wird. Ah, und da sehen wir es mal wieder. Die französischen Stewards sehr, sehr streng. 1 Sekunde Zeitstrafe. Schön den Porsche ausrollen lassen. Zeitstrafe aufgehoben, hat natürlich jetzt leider noch mal ein bisschen Zeit gekostet, aber weiter geht's in Runde Nummer 7, beziehungsweise offizielleren Runde Nummer 6. Auf Platz Nummer 4 haben wir Manem 12, der, jetzt lass mich kurz überlegen, yep, zweite im LMP1 Grid, hier auf große Verfolgungstour, 1 Minute und 46, aber bereits auf den führenden Vulkan. Das ist, ja, nicht ganz eine halbe Runde, nee, Blödsinn, das ist sogar mehr als eine halbe Runde, wir haben hier Rundenzeiten von rund 3,18, 3,19 bei den schnellen Fahrern. 1 Minute und 45. Ja, ist dann so ungefähr eine halbe Runde.
dahinter. Ja, wir werden uns das natürlich angucken. Wie gesagt, in den knapp oder gut eineinhalb Stunden, die wir in Stint 4 jetzt hier noch vor uns haben, werden sich die Abstände sicherlich auch noch mal ein bisschen verändern. In welche Richtung ist natürlich die ganz große Frage. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Auf Position 6, TCP's 4 from Great Britain. In the Audi R8 LMS. Irgendwie soll ich mich aber entscheiden, ob ich Deutsch oder Englisch spreche. Deswegen, wir bleiben mal beim Deutschen und gehen auf Wunsch sehr gerne ins Englische rüber. So, we focus on German language today. But of course, if you wish to, or if you have some questions or comments, please feel free to ask them in English too. TX3 HQ, der dritte im LMP1-Klassement. Meine Güte, fliegt er hier um die Kurve mit 240 in die Links-Rechts-Links-Doppellinks-Kombination. So oder so ähnlich. Mit Fliehkräften haben die Kameraden zum Glück nicht zu kämpfen. Aber weniger oder unanstrengend ist das Ganze hier natürlich trotzdem nicht. Die Jungs mit der Nummer 1, Hermann Motorsport Racing, auf in Runde Nummer 7. Eifelblitz sagt gerade, du sagst es einfach in Deutsch und übersetzt es danach einfach ins Englische. Ja, ja, das habe ich auch im ersten Stint probiert, das haben wir auch einige Male gemacht. Ich hatte bloß ein bisschen das Gefühl, ein, zwei Stints habe ich nämlich auf diese Art und Weise schon kommentiert, dass es manchmal nur ein bisschen verwirrend ist, ein bisschen viel. Aber können wir natürlich auch so machen, gar keine Frage. So everybody who's only able to understand English, please tell me your comments, please tell me. What do you prefer? Is it okay if you focus on German language? Would you wish to hear more in English? Should we change between English and German more often? So tell me and I try my best. So, TCPs hatten wir bereits im Bild. On position number 8 we have GTSV Gianni. Our Belgian LMP1 team. On LMP1 position number 4, if I counted it right. GTD Bundo auf der Position Nummer 9 und, wenn ich so einigermaßen richtig mitgezählt habe, Position 4 im GT3-Klassement, nagelt mich nicht drauf fest. Entwickeln wir in den nächsten Minuten noch mal ein bisschen besseres Gefühl dafür. Alexander vom Racing Team aus Friesland auf Position Nummer 10. Ah, bereits mit stolzen 2 Minuten hinter Bundo. Ungefähr eine halbe Runde. Das wird nicht ganz so einfach sein aufzuholen. Und Bruno schreibt, Goldochsen zum Kehlebefeuchten ist auf dem Weg zu dir. Ach so, dann ist Goldochsen, hätte man sich ja was denken können, vermutlich eine Biermarke. Ja. Spätestens heute natürlich in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Auf Position 11 der nächste LMP1-Bolide, NRC Raptor. Versucht auch ein bisschen aufzuholen. Es sind bereits 5 Minuten 54, fast 6 Minuten auf die Spitze. Das heißt, nicht ganz 2 Runden Rückstand auf Position Nummer 1. Aber so ist das halt und das kann sich natürlich auch ganz schnell wieder verändern. King of Gullywood, der nächste LMP1, 10 Sekunden hinter Raptor, versucht sich hier heranzuarbeiten. Einer von 2 österreichischen Boliden hier im Fahrerfeld von Stint Nummer 4. DBR-Kollektiv auf Position Nummer 13 mit, ja, dann bereits noch deutlich über 2 Minuten Abstand auf Gullywood. Über eine halbe Runde. Das wird auch nicht so einfach zu knacken sein. Und last but not least, Reggie Kings auf der 14. Ja, siehst du mal, die Jungs hier hätte ich tatsächlich ein bisschen weiter vorne erwartet, aber so schnell kann sich das eben auch verändern. Sind hier tatsächlich in Stint Nummer 1 im GT3-Klassement als Erster über Start und Ziel gefahren. Nee, als Erster über das Ziel gefahren, muss man sagen. Mit einer ganz
riskanten Reifenstrategie sich das sukzessive durchs GT3-Feld vorgearbeitet und aktuell auf dem letzten Platz. So schnell kann es gehen. So, und das Team von GPSR bietet mir nach einem kühlen Goldochsenbier dann natürlich auch noch Richard Sun Iced Tea und was zum Knabbern von Candy Cave an. Damit wir die Werberunde hier mal ein bisschen abschließen. Und zugegebenermaßen durch die Bank weg alles Marken, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber Goldochsen könnte auch eine schöne, die haben bestimmt noch einen Gasthof, oder? Eine Brauerei, die Goldochsen heißt, die hat bestimmt einen tollen Goldochsen-Gasthof. Mit deftiger Hausmannskost. Nun gut, Ladies and Gentlemen. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich das in meinem alten Eisbärengehirn auch nicht mehr richtig zusammen. Reggie Kings hier auf dem letzten GT3-Platz in Stint 1 noch als erster über Start und Ziel gegangen. Und FGR Manuel, nein, mittlerweile vorbeigezogen an Ducati. Ducati, die Jungs, relativ weit hinten gewesen, jetzt auf 2 unterwegs. Ich bin nach wie vor verwirrt, aber auch irgendwie entzückt. Also schön zu sehen und daran sieht man also auch, der Drops ist noch ganz lange nicht gelutscht. Das Ganze geht ja noch ein paar Stündchen und es wird spannend zu sehen, wie es hier weitergeht. Ah, und diese ganzen Köstlichkeiten gibt es in Ulm. Ob das tatsächlich Köstlichkeiten sind, das müssen wir uns mal anschauen, aber für gutes Essen und Trinken bin ich ja immer zu haben. So, ich mache es mir mal kurz gemütlich hier. Klingt komisch, ist aber so. Befeuchte nochmal kurz die Kehle. Leider nicht mit den längeren Dingen, die ihr gerade im Chat geschrieben habt, sondern mit einem guten Bad Brückenauer Mineralwasser. Ja. Soll auch nicht so schlecht sein, sagt mein Arzt. Und dann gehen wir hier weiter in die Kommentierung. Schauen uns natürlich auch das gesamte Feld nochmal von 1 bis 14 in Ruhe an. Und wenn ihr zwischendrin mal Wünsche habt, dann tackert das sehr gerne in die Kommentare rein. Ja, Eifelblitz schreibt gerade nochmal, wie gesagt, ich wollte eigentlich was trinken, ich mach's auch gleich, aber mittlerweile boomt Sponsoring auch im GT-Sportbereich. Ja, so immer mal wieder sehe ich tatsächlich was, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite muss man natürlich auch tatsächlich sagen, auch wenn so der, in Anführungsstrichen, richtige E-Sport oder der, den man oft so groß professionell wahrnimmt, ja oft in den PC-Simulationen stattfindet, muss man ja auch wirklich sagen. Aber Polyphony Digital, ja, der Entwickler von GT Sport, hat ja wirklich in den letzten Jahren, 4 Jahre ist GT Sport jetzt auf dem Markt, auch wirklich einiges für den virtuellen Motorsport wirklich getan. Also mal abgesehen von Real-Life, Racing, Sponsoring, wenn man sich auch die ganzen World Championships anguckt, vom Event-Charakter her, wie das Ganze auch aufgezogen wird, ist das schon eine ganz besondere Hausnummer. Also, da scheint das entsprechende Budget im Hintergrund auch da zu sein, aber da kann sich die ein oder andere Veranstaltung sicherlich auch noch was von abschneiden. Also von dem her wäre es aber auch wirklich schön zu sehen, wenn die ein oder andere Firma aufspringt, auch mal sieht, hey, schau mal, Sponsoring von virtuellen Rennwagen kann sich vielleicht auch lohnen. Manchmal wahrscheinlich nicht so einfach dann zu messen, den Erfolg dann tatsächlich. Aber siehst du mal, seit heute wissen wir, was Goldochsen ist. Richard Sun Iced Tea und Candy Cave. Seht ihr? Hat sich schon gefestigt. So ein Eifelblitz bringt die Vermutung auf, dass das Wasser das Geheimnis für die angenehme Stimme ist. Ich weiß nicht, also ohne das Wasser auf jeden Fall gibt es gar keine Stimme mehr. Deswegen... Und jetzt trinke ich wirklich mal richtig was und dann geht's wirklich los. Versprochen, wir gehen das gesamte Fahrerfeld dann auch wieder durch. Abunat, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Wasser, was einmal durch die Brauerei geflossen ist, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, wenn damit nicht gerade der Boden aufgewischt wurde. Aber das Kopfkino schalten wir jetzt mal ganz schnell aus und gehen einmal wieder durchs komplette 14 Boliden starke Fahrerfeld durch. Wir sind auf Position Nummer 1. Vulkan nach wie vor weit weg von allen anderen und das scheint sich in nächster Zeit auch nicht mehr verändern zu lassen. Menem mit 1 Minute 45, das ist natürlich dann schon einiges vor der Brust hier
auf Position 2 unterwegs. Also wie gesagt, 1 Minute 45 zwischen Position 1 und 2. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Wir gucken vielleicht uns auch noch mal ganz kurz die Pace an. Der führende Vulkan mit einer... Oh, da gibt es wieder ein Problem. Wir gehen mal ganz kurz auf die guten Reggae Kings. Ach nö, einfach nur GT3, einfach nur langsam. Vielleicht gerade ein bisschen Zeitstrafe abgebaut, aber kein Schaden. Ich habe schon wieder das Schlimmste befürchtet. Also, zurück zur 1, Vulkan mit einer 318-285, aber allgemein so 319, 318 mit relativ konstanten Rundenzeiten unterwegs. Menem auf Position 2, ja, auf einem sehr ähnlichen Niveau. Wir sehen hier ebenfalls 318er, 319er Zeiten. Also es sieht jetzt zumindest nicht danach aus, dass jetzt groß Abstand aufgeholt wird. Es bleibt auch im Moment bei den 1 Minute und 45 Sekunden Abstand. Auf Position Nummer 3 haben wir BLR MJ Ducati von Triebwerk. Interessanterweise wieder auf Position 1 des GT3-Klassements. Also hier ist auch noch irgendwas passiert, was wir nicht einfangen konnten. 1,2 Sekunden dahinter haben wir Ignorance auf Position Nummer 4. Und ich erzähle Blödsinn, Ducati ist schon die ganze Zeit auf 1 gewesen. Aber Ignorance hat sich weiter herangearbeitet. Und da es sich um die Jungs aus Belgien handelt, switchen wir noch einmal kurz ins Englische. Ignorance is coming closer and closer to the first place, Ducati, in the moment, round about 1 second, oh, going wide here, in the right corner, but it should be the fastest line, so he gets no penalty for that. So we have 1.5 seconds between Ducati and Ignorance. Ignorance tries to get some slipstream, but he is a little bit too far away. Slipstream in GT Sport starts at about 0.8 seconds. But at the moment it looks like that he's getting faster and faster and especially closer and closer. I think the overtake will come pretty soon. Eifelblitz schreibt nochmal, wenn... Erstmal grob überschlagen. Haben sie mittlerweile 5 Partner an Bord. Das ist natürlich tatsächlich sehr, sehr cool. Und das unterstützt einem natürlich auch bei so einem Aufbau von einem Team. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Da würde mich tatsächlich mal ein paar Hintergründe mal interessieren. So. Ignorance in dem Moment vorbeigezogen an Ducati. Somit Position 1 des GT3-Klassements zurückgeholt. Ducati muss aber nicht traurig sein, im Moment hier sehr, sehr solide unterwegs, auch Position 2. Hört sich doch mal erstmal als kleiner Zwischenstand sehr, sehr zufriedenstellend an. Pro, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du reinguckst. Willkommen auf der Tribüne. Die GPSR-Crew vervollständigt sich so langsam aber sicher. Auf Position 6 haben wir FGR Manuel, kriegt hier die blaue Flagge aufgrund eines herannahenden LMP1-Fahrzeugs. Aber viel interessanter für ihn natürlich, irgendwie die Lücke von 28,5 Sekunden auf Vordermann Ducati zu schließen. 1 und 2 im GT3-Klassement, eben noch sehr, sehr eng aneinander. Manuel... Dann schon mit fast einer halben Minute. Das wird auch nicht einfach zu knacken sein. Auch hier gucken wir uns nochmal ganz kurz die Pace an. Der erste im GT3-Klassement, Ignorance, mit 356er, 357er Zeiten. Ducati auf 2, ja, dann doch schon deutlich über 4 Minuten. Das heißt, da wird Manuel dann wahrscheinlich doch ganz gute Chancen haben, sich ein bisschen Zeit abzuknabbern. Bei ihm sind es dann... Zeiten im Normalfall deutlich unter 4 Minuten. 3,55, 3,56 kann dann mit der Pace mit Ignorance nicht ganz mithalten, aber an Ducati sollte er sich langsam aber sicher heranarbeiten können. GTSV Gianni, our LMP1 team from Belgium.
actually on LMP1 position number 4. And Chrissy writes in the chat, those Porsches are gonna win it from the Audis and the AMGs, who would have thought that? I guess you mean that the Porsches are very strong in this event. And of course, you could have thought that the AMGs would be much better on this track because they're very strong vehicles. But sometimes it's only the mix between car and driver, of course. So a good driver with a little bit weaker car is still a very good match, isn't it? So der Nightbot ist heute sehr, sehr streng. Es tut mir leid, ich habe noch nicht geschafft, das einzustellen. Eigentlich hatte ich ihn eingestellt, dass er erst bei etwa 10 Zeichen reagiert, aber scheint da ein bisschen zu schnell einzugreifen. Deswegen seid ihm nicht böse. Es liegt ein bisschen an den Einstellungen, aber das kriegen wir schon noch korrigiert. Steffen, lieber Express, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du den Weg hergefunden hast. Endlich im Feierabend. Das kann man um 10:30 Abend am Samstag dann auch langsam mal machen, ne? Schön, dass du da bist. Auf Position Nummer 7 hatten wir bereits FGR Manuel. Interessanter wird es dann nochmal 1 Minute und 53, ja, fast 2 Minuten hier auf Position Nummer 8. TCP's 4 im Audi R8 LMS. Ja, 2 Minuten sind natürlich auch nicht einfach aufzuholen. Gucken wir uns nochmal ganz kurz die Pace an. Einmal von Manuel hatten wir aber schon mal geguckt. Nee, das ist Ducati. Wo ist denn Manuel hin? Hier auf Position Nummer 7, falsche Tasche erwischt. Also hier mit relativ konstanten, ja, 3,55er Zeiten, mal eine 56, mal eine 54. Ja, sagen wir mal, mit einer relativ stabilen 3,55 ist er hier unterwegs und Verfolger TCPs auf der 8. Ja, dann doch nochmal eine ganze Ecke langsamer hier mit 3,58, 3,59. Wird die Lücke zu Manuel da sehr wahrscheinlich nicht schließen, sondern sie wird eher ein bisschen größer werden. Express, vielen Dank für 25 Bits. Das ist sehr, sehr zuvorkommend. Vielen, vielen Dank dafür. Gleich mal das Feierabendgeld rausgehauen. Ich freue mich vielmals. Danke dir. Auf Position 9 der nächste LMP1 Porsche NRC Raptor. Versucht sich da vorzuarbeiten. An den GT3-Kollegen wird er natürlich auch ganz entspannt vorbeirauschen können. Aktuell sind es fast 6 Minuten auf die Spitze. Wenngleich das vermutlich auch nicht der Anspruch ist, da sich noch ernsthaft da vorzuarbeiten. Aber die Lücke ein bisschen zu schließen, wäre natürlich auch eine nette Geschichte. Wir können ja mal gucken. Raptor mit einer ganz ordentlichen Pace unterwegs. Relativ konstante 3,19er Rundenzeiten. Schauen wir uns mal den nächsten LMP1 an. Das ist Gianni auf Position Nummer 4. Ja, dann doch eher mit 3,20er Zeiten. Also so 1 bis 2 Sekunden, je nach Form, könnte Raptor dann tatsächlich pro Runde aufholen. Ja, bei fast 6 Minuten Abstand wird das aber trotzdem ein bisschen dauern. Und dürfte es zumindest nicht besonders dramatisch eng zwischen Gianni und ihm werden. Ach so, genau. Und morgen gibt es Feiertagszuschlag. Ich glaube, das liegt am Sonntag, ne? Genau. Sonntag gilt quasi als Feiertag. Und gleich mal hier im Chat rausgehauen. Ich hoffe, der Feiertagszuschlag sind nicht nur 25 Bits, aber nein, danke. Ich weiß es zu schätzen, dass ich einen Teil davon abkriege. Vielen Dank dafür. So, Menem. Ja, schön, dass du reinguckst und vollkommen richtig. Fährst du nicht gerade? Bist du nicht gerade hier auf 2 unterwegs oder haben wir es mit deinem bösen Zwilling zu tun? Die Frage ist jetzt hinter dem Steuer oder im Chat, vielleicht werden wir es noch herausfinden. Aber ich habe das in den letzten Monaten immer mal wieder gesehen, dass Fahrer, die auf der Strecke unterwegs sind, es irgendwie schaffen, auch in den Chat reinzuschreiben. Vielleicht Voice-to-Text, ich weiß es nicht, immer wieder beeindruckend. Aber ob es gesund ist und der Rennleistung zuträglich, man weiß es nicht. Nun gut, wir waren bei Raptor stehen geblieben, switchen wir einmal auf die Nummer 10, King of Gullywood. Ist hier unterwegs, eine gute halbe Minute, 36,5 Sekunden auf Raptor unterwegs. Aber hier sehen wir die Pace. Wir gehen nochmal ganz kurz auf Raptor, der in dem Moment hier an TCPs vorbeigezogen ist. Wie gesagt, relativ konstante 3,18, 3,19er Rundenzeiten. Verfolger Gullywood
dann doch deutlich über 3,20 unterwegs. Ah, ist noch ganz weit weg von dem Flow, den man ja eigentlich hier erreichen will. 3,23, 26, 28, von allem ist so ein bisschen was dabei. Versucht hier noch ein bisschen seine Linie zu finden, vielleicht auch seine Liese, wir wissen es nicht. Aber wie gesagt, hat den Racing Flow anscheinend noch nicht so richtig in Mark und Bein. Aber es sind ja auch noch 1 Stunde 15 Minuten, da geht noch was. Ach so, und morgen am Sonntag ist Reformationstag im atheistischen Osten der Republik. Ach so, das heißt, der normale Sonntag gilt nicht als Feiertag, sondern es liegt am Reformationstag. Siehste, wieder was dazugelernt. Das Schöne ist immer so, aus dem Livestream geht man immer ein bisschen schlauer, als man reingegangen ist. Okay, und bei Manem 12 auf Position 2 haben wir es mit dem Bruder von Manem TV zu tun. Siehste, auch hier, ich sag ja auch, ne? Es ist. Aber es ist auch noch ein bisschen Platz in diesem Gehirn. Good to know. Auf Position 11 haben wir GTT Bundo im Mercedes AMG, einer der zwei Mercedes-Boliden hier auf dem Track. Wirkt so langsam, ne? Es ist aber ein bisschen eine optische Täuschung, wenn man gerade so lange auf einen LMP1-Boliden geschaut hat. Ah, nein! Motorschaden, tatsächlich! Ich red hier noch blöde Sprüche. Immerhin 200 Stundenkilometer, trotzdem natürlich eine sehr, sehr lange Runde hier in Le Mans. Und ich gehe mal fest davon aus, dass wir das nicht mehr einfangen werden. Wir springen trotzdem mal 18 Sekunden zurück. Da ist es aber definitiv schon passiert gewesen, also bringt uns nichts. Leider ein Schaden bei den Goldochsen. Ja. Wer weiß, vielleicht doch nicht ganz nüchtern ans Rennen, ans Lenkrad gestiegen, wir wissen es nicht. Aber blöde Sprüche beiseite, das ist natürlich schmerzhaft. Nicht der erste Abflug heute von Goldochsen. Das kostet Zeit, aber es sind zum Glück auch nicht mehr allzu viele Kilometer bis in die Boxengasse. Aber wehtun tut das natürlich trotzdem. Wer sich vielleicht ein bisschen davor oder darüber freut, aber es eventuell auch noch nicht ahnt, Alexander vom Racing Team aus Friesland auf der 12, aktuell noch 1 Minute 7 Abstand zu Bundo. Da wird er auf jeden Fall einiges aufholen können. Gehen wir nochmal kurz auf den Vordermann. Ja, auch wenn die Reifen so langsam aber sicher abbauen, wäre der Boxenstopp jetzt mit Sicherheit noch nicht geplant gewesen. Da kann er ihn jetzt vielleicht einfach ein bisschen vorziehen, um zumindest nicht ganz so viel Zeit mit einem zusätzlichen Boxenstopp zu verlieren. Aber das tut natürlich trotzdem richtig weh. Mittlerweile nur noch 1 Minute Abstand. Oh, enge Geschichte hier gewesen. Immer gefährliche Geschichte, nur mal der Vollständigkeit halber. Die GT3-Boliden dürfen ihre Ideallinie beibehalten. Der LMP1-Pilot ist dafür verantwortlich, die Lücke zu finden, und das war gerade eine enge Geschichte, aber es ist alles gut gegangen. Ja, wir sehen es auch schon. Alexander arbeitet sich hier sukzessive dran, muss eine ganze Weile nicht in die Box. Die Reifen sehen noch erstaunlich gut aus, der Tank ist auch noch gut voll. Wird sich jetzt vermutlich auf den letzten Metern in Richtung Start und Ziel hier Position 11 holen. Wir können ja mal kurz auf Bundo gehen. Ja, und die Boxenstops, insbesondere die Boxeneinfahrt, sind unglaublich lange. Da ist es dann auch soweit. Ja gut, er nutzt das gleich als regulären Boxenstopp. Frische Reifen drauf, kann wahrscheinlich nicht schaden. Getankt wird auch nochmal. Ja, dann ist es so. Dann macht er den Boxenstopp ein bisschen früher als geplant. RTO Alexander in dem Moment auf Start und Ziel. Bundo kommt in dem Moment aus der Box raus. Hat es also vorher noch rausgeschafft. 8, 9 Sekunden Abstand. Wir lassen sich die Uhrzeit, den Abstand gerade noch mal ein bisschen beruhigen. Und es sind 5,5 Sekunden. Ja, aber zum LMP1. Also etwa 7, 8 Sekunden zwischen Bundo und Alexander auf 11 und 13. Also nicht dramatisch eng. Aber das Racing Team aus Friesland hat sich da trotzdem deutlich heranarbeiten können. Also hier könnte durchaus noch mal was entstehen. Wir gucken uns noch mal ganz kurz die Pace von Bundo an in den letzten Runden, wo er noch einen Motor an Bord hatte. Ja, relativ konstante 4-Minuten-Zeiten. Und Alexander im Audi. Ah, dann doch bei deutlich unter 4 Minuten. Da sind es dann doch 3,54er, 3,55er Zeiten. Also was das angeht, wird er sich dann hier vermutlich doch relativ entspannt an Bundo heranarbeiten können. Es sind nur 6 Sekunden.
Das heißt, 2, maximal 3 Runden sollten da ganz entspannt reichen, um das Team RTO eine Position weiter nach vorne zu bringen. Ja, last but not least und auch wieder mit dem Schaden. Meine Güte, da und diesmal war aber nicht das Publikum dran schuld oder der Livestream. Reggie Kings nach wie vor auf der 14 unterwegs. Der nächste Motorschaden, ja, 13,5 Minuten auf die Spitze, die allerdings auch für kein Vergleich ist, da wir hier von LMP1-Fahrzeugen sprechen. Aber der Abstand zu Alexander auch schon so groß, dass er gar nicht mehr angezeigt wird. Schmerzhafter vierter Stint. So, Man im TV haut sich gerade nach 4 Stunden Le Mans ein schönes Pilz rein. Das hast du dir verdient und wahrscheinlich auch 5 oder 12 Pilz herausgeschwitzt in der ganzen Zeit. Lass dir schmecken. Und Eifel Blitz erinnert sich wieder an die wundervolle Kaffeediskussion, die wir vor ein, zwei Wochen hatten. Die große Frage, Filterkaffee oder Kapsel? Wird sie die Menschheit jemals beantworten können? Tommy Kieler 17, einen wunderschönen guten Abend, such dir ein gemütliches Plätzchen, schön, dass du da bist. Dann springen wir einmal zurück an die Spitze. Und erstmal schön, dass wir bisher von technischen Problemen verschont geblieben sind. Das heißt, wir haben Instant Nummer 4 alle 14 Teams am Start. Das ist schon mal ordentlich. So richtig knapp ist es aktuell zwischen keinem. Großes Aber. Die Abstände sind manchmal aber auch tatsächlich nicht dramatisch weit voneinander entfernt. Also, wie gesagt, wir sind in Stint Nummer 4. Das bedeutet Rennstunden 7 und 8. Mit allem drum und dran haben wir somit noch 15 bis 16 Stunden vor uns. So Pi mal Daumen. Grob nach Adam Riese. Da kann und wird definitiv noch einiges passieren. Aber was schon mal richtig, richtig ordentlich aussieht, ist das, was das Team mit der 498 hier auf die Strecke zaubert. Team 49 Limitless unglaublich stark unterwegs und zwar von Stint 1 weg. Es sind mittlerweile, ja oder nach wie vor, roundabout 1 Minute und 43 Sekunden Abstand auf die Verfolger. Das ist wirklich eine unglaublich starke Leistung und zwar bisher von allen Fahrern in den ersten 4 Stints. Mal sehen, ob sie das über die kompletten 24 Stunden so durchhalten können. Das wird definitiv keine einfache Aufgabe, aber der Abstand im Moment sieht zumindest schon mal sehr, sehr ordentlich aus. LRT 49 Vulcan hier im 919 Porsche Hybrid unterwegs und lässt vor Freude die Funken sprühen. Eifelblitz fragt gerade, ob ich auch bei der GTES Ende November wieder streame. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, Gran Turismo Endurance Series. Ja, ich bin, ja, weißt du, ich bin so gebucht. Ja. Ich habe schon völlig den Überblick verloren. Nein, es liegt einfach an meinem löcherigen Gehirn. Ich wusste, irgendwas hatte ich. Ich hatte bloß die Abkürzung GTS gerade nicht im Kopf. Aber ja, bin ich tatsächlich dabei. Noch nicht ganz sicher, welche Stints. Aber habe ich mir schon fest in den Kalender eingetragen. Lass ich mir nicht entgehen. So, Shadow of Storm, glaube ich, hat auch schon einiges. Ja, er schreibt es gerade auch hier an Streams jetzt schon hinter sich. Ich glaube auch in den letzten Stunden und Tagen. Und um 2 Uhr nachts fährst du selber. Na gut, da kann man dir auch nicht helfen. Dich zwingt ja keiner dazu. Also das scheint für dich auch ein sehr anstrengendes Wochenende zu werden. Ne? Aber wie gesagt, wir sind ja alle große Jungs und können diese Entscheidungen selber treffen. So, Man im TV, gerade noch mal eine interessante Info. Man muss sagen, dass die wegen einem Disconnect noch 2 Minuten Strafe haben. Dadurch ist die 491 führender. Wenn du vielleicht noch mal kurz daneben schreiben könntest, von wem wir gerade reden. Aus dem Kopf heraus tue ich mir ein bisschen schwer, das noch zusammenzukriegen. Aber sowas sind natürlich immer sehr, sehr wertvolle Infos. Dann kann man die ein oder andere Positionierung auch tatsächlich noch mal ein bisschen besser einschätzen.
So, einmal zur RTO-Bisse. Wünscht sich Narasch. Ach so, zu welchem denn? Aus dem Kopf heraus weiß ich auf jeden Fall hier unseren Alexander natürlich. Ja doch, ist ja auch das einzigste RTO-Team, was wir hier haben. LMP1 ist, glaube ich, keiner dabei. Also kurz auf Alexander, dann gehen wir auf jeden Fall auch noch das gesamte Fahrerfeld durch. Und ja, Menem. Alles klar, stimmt. Genau, du hast mich engagiert, dankeschön. Ich höre manchmal ein bisschen. Wir haben zwischendrin auch noch ein schönes Spenden-Event vom CT Meister. Und gedanklich bin ich gerade noch voll in der WES. Aber ja, nee, das sind wirklich Events, die ich auch immer sehr, sehr gerne streame. Die ich mir auch immer ganz gut einplanen kann, während ja so ein regelmäßiger Ligabetrieb eher ein bisschen schwierig ist. Aber das sind so ein paar Stunden, die ich mir sehr gerne aus den Rippen schneidere. Das macht auch immer sehr viel Spaß mit euch. Und währenddessen versuche ich hier ein bisschen den Überblick zu behalten. Und wir gehen jetzt noch einmal das komplette Klassement durch. Lasst es uns noch mal von hinten nach vorne aufrollen. Wir fangen bei Position Nummer 14 an. Reggie Kings. Das Team mit der Nummer 547 GRL Racing aktuell auf Position 14 und somit auch auf Position 7 des GT3-Klassements unterwegs. Leider schon in den ersten 11 Runden des Rennens schwer gebeutelt mit diversen Schäden, auch Motorschäden. Das hat natürlich nicht geholfen und belastet natürlich auch den Kopf. Sich da nicht über sich selber zu ärgern, den Kopf wieder freizukriegen, ist natürlich auch keine einfache Geschichte. 14,5 Minuten auf die Spitze, aber wie gesagt, das ist kein Vergleichswert, aber wenn der Abstand zu Vordermann auf Position 13 schon nicht mehr angezeigt wird, dann ist das immer ein verdächtiges Zeichen. Das tut einem natürlich auch als Fahrer weh, aber hey, dabei sein ist alles, wie heißt das so schön? Und da denken, es gibt auch noch eine Lobby B, also genau genommen Platz Nummer 7 von insgesamt 14. Man muss sich das manchmal auch einfach mal ein bisschen schön reden. Auf Nummer 13, RTO Alexander, hatten wir bereits im Bild. Versucht die Lücke zu GDD Bundo. Ah, ich glaube nicht, oder? GDD Bundo. Ach doch! Nee, warte mal. Das ist ja. Nee, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ihr seht, langsam wird auch mein Sauerstoff ein bisschen geringer im Kopf. Ja, der Sauerstoffgehalt sowieso nicht allzu groß. Ja, GDD Bundo und Alexander tatsächlich mit 1,2 Sekunden jetzt hier zusammen unterwegs. Wir können uns das ja mal kurz aus der Cockpit-Perspektive unseres Racing-Teams aus Friesland angucken. Sukzessive hat er sich herangearbeitet, damit war auch zu rechnen, da wir doch roundabout, ja, je nach Runde, 2 bis 4 Sekunden hier schneller unterwegs sind im Audi R8 LMS. Jetzt kommen wir auch in den 0,8 Sekunden-Bereich, das heißt jetzt hochoffiziell auch wirklich im Windschattenbereich. Das ist natürlich durchaus auch nochmal ein Vorteil, sich jetzt hier auf den langen Geraden, von denen Le Mans einige zu bieten hat, sich hier schön ransaugen kann. Das Team Goldochsen, ja. Oh, da kam noch ein LMP1 dazwischen. Da lohnt ab und zu mal der Blick in den Rückspiegel. Ja, und hier keine Chance für Bundo. Alexander sowieso sehr flott hier unterwegs, sich dann noch hier im Windschatten herangezogen. Rechts vorbeigezogen und somit Positionswechsel auf den Plätzen 12 und 13. Also stark gemacht, sich schön solide rangearbeitet, den 12. Platz mehr als verdient und wir gehen einmal weiter durchs Feld. Der nächste GT3 im Feld, dann aber doch immerhin 1,5 Minuten entfernt. TCP's 4 on position number 11. Mit einem ordentlichen Sicherheitsabstand nach vorne und hinten. Also wie gesagt, die 1 Minute 34 nach hinten sind
relativ tiefenentspannt. Da passiert so schnell nichts. Sollte man aber vielleicht auch nicht zu laut sagen, denn ein Motorschaden kann das auch ganz schnell verändern. Obwohl wir sagen müssen, ihr seht es hier, GT3 Topgeschwindigkeit bei roundabout 280 Stundenkilometer. Wir haben vorhin gesehen mit Motorschaden, der AMG hat immerhin noch 200 Stundenkilometer geschafft. Aber klar, auf die Gesamtrunde, die ja dann doch ein paar Kilometer beträgt, kostet das natürlich Sekunde um Sekunde. Aber wie gesagt, von hinten der Druck überschaubar. Interessanter wird der Abstand von 22,3 Sekunden auf Vordermann Kollektiv. Und da gucken wir uns jetzt nochmal die Pace an. TCP ist hier mit auf jeden Fall unter 4 Minuten unterwegs. Hat sich jetzt so bei rund 3,58 eingegroovt. Davor haben wir allerdings mit DBR Kollektiv noch einen LMP1. Der ist somit kein Vergleich. Und somit müssen wir eigentlich auf die 25 Sekunden nochmal 2 Minuten draufsetzen. Ja, okay, dann sehen wir es. 2,5 Minuten Abstand auf den 9 platzierten Ignorance, gerade frisch rein in der Box. Die Jungs freuen sich auch, dass sie mal was zu tun kriegen. Ich glaube, er füllte aus Versehen den Sprit vorne in den Wischwasserbehälter. Wollen wir es mal nicht hoffen. Aber er fährt zumindest noch, solange er den Scheibenwischer nicht braucht. Alles in Ordnung. BLR MJ Ducati auf der 8. Es sind 16,5 Sekunden auf Ignorance. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf Ignorance. Ignorance with a very fresh pitstop. Nearly complete filled fuel, fresh tires and a distance von roundabout 17 seconds between him and Ducati. Ducati on position number 8, also on the Porsche. So 16.5 seconds is okay, but he has to go to the pit earlier than follower Ignorance, even if it looks good right now. Tires are still fine, yeah, a little bit sliding over the track, but still under control. And he handled it. Lane, Josh, asked for the gap between P10 and P11. Let's take a look. We switch to position 10, DBR Kollektiv and TCP's 4. Okay, we are talking about an LMP1 and an GT3 car, so maybe you can tell me which drivers you want to compare, because you see TCP's is a GT3 car. And maybe you mean the distance between Ignorance and TCPs? If not, please correct me. So the distance between TCPs and Alexander, if that's what you meant, is 1 minute and 30 seconds. And between TCPs and Ignorance, let's see, we have 49 seconds plus 48 seconds. So we're talking about 1 minute and 45 seconds roundabout between TCPs and Ignorance, which you can see here. Edelnussmischung schreibt gerade, Ignorance hatte einen Frontschaden, deswegen auch in der Box gewesen. Danke für die Info, gar nicht mitbekommen. Das hat natürlich definitiv noch ein bisschen Zeit gekostet. Der Abstand zwischen Ducati und Ignorance, ja, ein bisschen weniger geworden. Jetzt sind es noch 14 Sekunden. Und so wie wir Ignorance kennen, wird er sich da auch auf jeden Fall noch ranarbeiten können. Eine knappe Stunde Zeit hat er dafür auf jeden Fall noch. Wir gehen weiter vor. King of Gullywood auf Position Nummer 7. Im Moment umzingelt von GT3-Boliden, hat da also noch einen weiten Weg vor sich. Fast 7 Minuten sind es an die Spitze, wenngleich das vermutlich auch nicht der Anspruch ist. Hier mit relativ konstanten... Ah, nee, ebenso konstant nicht. Ich glaube, war das nicht Gullywood, über den wir vorhin schon geredet hatten? Er noch nicht so richtig seinen Flow gefunden hat.
3,24, 3,21, 3,22, 3,23, 3,26. Also gar nicht wertend gemeint, aber so richtig seine Linie hat er noch nicht gefunden. Jede Runde ein bisschen anders. Schwer einzuschätzen, aber vielleicht natürlich auch die Taktik von Gullywood, ja, die Gegner auch ein bisschen zu verwirren. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wer weiß, könnte aufgehen. Lieber Marc, willkommen an Bord. Danke fürs Folgen. Such dir ein gemütliches Plätzchen. Sitzkissen musst du selber mitbringen. Genieß das Rennen. Wir gehen einen Platz weiter vor zu FGR Manuel aus Österreich. Im Porsche unterwegs. Position. Ja, Nummer 1 im GT3-Klassement. Hat sich hier also zwei Plätze zwischenzeitlich nach vorne arbeiten können. Wird aber auch deutlich früher in die Box rein müssen als die Verfolger Ducati und Ignorance. Trotzdem natürlich bestimmt ein gutes Gefühl erstmal hier für ihn. Auf 1 des GT3-Klassements unterwegs zu sein. King of Gullywood gerade an ihm vorbeigezogen, aber auch erstmal uninteressant. Anderes Fahrzeugklassement. Und Team 49 insgesamt heute ja mit mehreren Teams unterwegs und alle sehr, sehr erfolgreich. Also das sieht wirklich sehr, sehr solide hier aus. King of Gullywood hatten wir bereits, also springen wir auf Position Nummer 5. NRC Raptor im fliegenden Porsche unterwegs. Ah, die Reifen dürften so langsam aber sicher anstrengender werden. Insbesondere bei den Geschwindigkeiten. Bei diesen vielen schnellen, insbesondere Kurvenabschnitten, geht die Strecke natürlich auch unglaublich stark aufs Gummi. Und wenn dann irgendwann nochmal die Kraft nachlässt, die Konzentration schwindet, wird es natürlich umso schwieriger, diese Kraftboliden hier auch mit allen vier Reifen auf der Strecke zu halten. Aber im Moment sieht das noch sehr gut aus hier bei Raptor. Auch sehr konstante 3,19er, 3,20er Zeiten. Recht flott unterwegs. 2 Minuten 24 sind es auf Gianni. Mal gucken, ob sich da noch was machen lässt. Flippy Flo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Auf der 4. Und wir switchen noch mal einmal kurz ins Englische rüber. On position number 4, GTSV Gianni. Number 4. In the total grid, of course, also in the LMP1 grid. With relatively constant, not really constant, 318, 320 lap times. A little bit changing from lap to lap. In the moment, a gap of 47 seconds to TX3 Haku on position number 3. That's a lot of space, but let's take a look on the position 3 main Haku. And on his lap times. And he's maybe a little bit faster. He already had a 317, a 318. In the moment, he is in the area of 319 lap times on the track. So, will not be an easy challenge for Gianni to close the gap. In the moment, it looks more like the gap will get a little bit wider or bigger. Auf Position 2, Menem 12, startet hier frisch in Runde Nummer 20 rein. Na, eine halbe Minute Abstand auf Verfolger Haku. Da muss man jetzt nicht in künstlichen Stress verfallen. Interessanter wird natürlich jetzt auch nochmal der Abstand zum Vordermann. Eine Minute 42 auf Vulkan. Aber wir haben das vorhin schon gesehen. Ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Vulkan, ganz frisch. Nee, Blödsinn. Menem, ganz frisch. Vor 3 Runden die schnellste Runde des Rennens hier aufs Parkett gelegt, Ladies and Gentlemen. Eine 3:17.385. Dann schmeißen wir mal das imaginäre virtuelle Lametta hier in den Stream hinein. Das sieht ja wirklich fantastisch aus. Eine 3:17 kriegen wir hier tatsächlich nicht allzu oft zu Gesicht. Ganz, ganz stark.
Im Moment hat er sich eher so wieder bei 3,20 eingegroovt. Aber wir sehen, was im guten Momentum hier drin steckt. 1 Minute 42 sind es trotzdem noch auf den Führenden. Und werfen wir da mal einen Blick drauf. Ja, dann sehen wir doch immer mal wieder eine 3,18, aber jetzt auch mal eine 3,19 dabei gewesen. Die Reifen sehen in dem Bereich aber sogar noch relativ stabil aus. Daran kann es im Moment also nicht liegen. Aber guckt euch das an hier mit 240, 250 Stundenkilometer in diese S-Kurven-Kombination. Kaum vorstellbar, wie sich das tatsächlich im echten Rennwagen anfühlen muss. Nach wie vor ultra starke Leistung hier vorne. Absolut am Limit. Ihr seht, wie er durch die Schikane fliegt. Ja, natürlich auch weit die Streckenbegrenzungen überschritten. Mal sehen, was die Stewards sagen. Im Moment sieht es gut aus. Und da haut er die neueste, schnellste Runde des Rennens raus. Eine 3:17.264. Wahrscheinlich gerade sagen hören, dass ich den guten Manem hier gelobt habe. Und da haut er sie raus. Die neueste, schnellste Runde des Rennens. Dimiken, einen wunderschönen guten Abend. Good evening. Take a seat, enjoy the race. And Dimiken writes in the chat, Manem 12 has to calm down. We switch to Manem 12 because Group 3 / GT3 has the line. Yeah, we had some little, I won't say really issues or challenges in this race. But we had some situation where it was very close between LMP1 and GT3. And I repeated, of course, again, I said it in German before, the GT3 cars have the fast lane. So they can stay on the fast lane and the LMP1 driver is responsible to find the right and the safest spot on the track. So, of course, also the GT3 drivers are not allowed to stop or to make it harder for the LMP1 pilots. But yes, of course, it's the right of the GT3 drivers to hold the fastest lane. Okay. Oh, 3,5 Sekunden. Das ist aber ordentlicher Klotz am Bein. Wie gesagt, bei 1 Minute 44 natürlich auch nicht dramatisch, aber mal gucken, ob wir das hier noch einfangen können, was da passiert ist. Wir gehen einmal in die Verfolgerperspektive rein. Ah, da hatte er sie schon. Da hatte er tatsächlich schon die 3,5 Sekunden. Das ist also vorher passiert. Und das geht hier in Le Mans unglaublich schnell, da die Streckenbegrenzungen teilweise ja auch von Asphalt nochmal eingegrenzt sind, also ja, und bei den wahnsinnigen Geschwindigkeiten, insbesondere mit denen die LMP1-Boliden hier in die Kurven rein starten, das ist ja teilweise wirklich der absolute Wahnsinn. Entscheidend auch wirklich teilweise Millimeter über Zeitstrafe, ja oder nein, deswegen. Aber alles nicht dramatisch, er hat sie auch schon wieder abgebaut und weiter geht's auf dem Weg in Runde Nummer 22. Very cool. The brother of Manem 12, our Manem TV, and I say what he's writing into the chat. Hello all. I'm supposed to apologize for Manem. He went by too aggressively two times. He is in my ear and told me so. So that's a really, really nice step. So thanks to Manem, and I think everybody really appreciated it. Taube, nee, andersrum, Traubeminze, ein R vergessen, einen wunderschönen guten Abend, moin moin und hello, schön, dass du da bist, aber nicht nur Traubeminze, sondern CEO of Traubeminze, sehr schön, und ich würde sagen, wir gehen noch einmal das gesamte Fahrerfeld durch, und ich, nur mal an der, ohne das jetzt breitreten zu wollen, Manem finde ich richtig cool, ist auch nicht selbstverständlich, ist ein sehr feiner Zug, dass er es selber gemerkt hat und gemerkt hat, Mensch, muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Nee, coole Aktion.
Marco, also welcome. And I'm able to speak German and English. But if it's, I don't know, Spanish or Italian, I'm not sure about it. It will be a little bit hard for me. Und hinter dem Namen von CEO of Traubemenze steckt eine lange Geschichte. Aber hey, wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Tu dir keinen Zwang an, hau raus. Wenn du möchtest, wir sind bereit dafür. Also, wir gehen sie nochmal komplett durch. 14 sind am Start, so wie das auch sein sollte. Wir springen direkt einmal zurück auf Position Nummer 14. Reggae Kings. Ja, schiebt den AMG hier tapfer über den virtuellen Asphalt. Manchmal ein bisschen weiter, als es den Stewards, aber auch dem Fahrzeug selber gut tut. Leider schon einen ordentlichen Motorschaden gehabt. Ich glaube sogar zwei. Wir sehen noch einiges an Kratzern hier. Ah, man sieht das hier wieder raus. Und jetzt ist es schwierig, mit dem Hecktriebler hier wieder sauber auf den Asphalt drauf zu kommen. Ja, der Druck des Publikums. 2,5 Sekunden Strafe gibt es auch nochmal oben drauf. Gleich wieder abgebaut. Ist nicht sein Stint, muss man sagen. Der Abstand zu Vordermann Bundo wird auch gar nicht mehr angezeigt, also tut sich hier sehr, sehr schwer. Es ist halt auch anstrengend und so langsam geht es ja dann auch in die Nacht rein. Man wird dann auch irgendwann mal müde und K.O. Aber kämpft sich hier trotzdem weiterhin durch. Und wie gesagt, wir haben noch nicht mal die Hälfte des Events hinter uns. Da geht noch einiges. Jetzt einfach Konzentration hochhalten und tapfer weiter durchkämpfen. Und dear Marco Poppa, I think the kind of language you're writing is Portuguese, isn't it? I have no idea what you're writing, so yes, maybe thank you. I'm totally not sure, so if you're able to say anything in English, I would really appreciate it. Maybe someone is here who's able to understand Portuguese, if I understand it right. But yeah, Marco, good to have you here. Okay, wir gehen sie durch. Reggae Kings hat seine paar Ehrenminuten gehabt. Wir springen auf Position Nummer 13, GTT Bundo, ebenfalls im AMG unterwegs. Und ja, tatsächlich, der AMG ja eigentlich zu Hause auf diesen schnellen Strecken. Ja, ordentlich Leistung unter der Kiste, aber die beiden Mercedes, ist das die Mehrzahl? Ist eigentlich auch vollkommen egal. Hier auf 13 und 14 unterwegs, also 6 und 7 innerhalb vom GT3-Klassement. Wenngleich Bundo Reggae King so lange in nächster Zeit nicht mehr im Rückspiegel zu Gesicht bekommt. Interessant ist dann eher noch der Abstand zu Alexander auf Position Nummer 12. Wir gucken nochmal einen kurzen Blick auf die Rundenzeiten von Bundo. Groovt sich hier bei relativ konstanten 3 Minuten und 58 ein. Und springen wir mal auf Vordermann Alexander, der sich hier eine kleine Zeitstrafe eingesackt hat. Sehen wir, ja, dann doch ein bisschen schneller gepaced. Da ist durchaus auch mal eine 3,56, eine 3,57 dabei. Also von dem her nicht dramatisch schneller, aber jede Runde 1 bis 2 Sekunden. Sorgt natürlich auch nicht unbedingt dafür, dass Bundo hier näher rankommen kann. Ja, vielleicht kann Alexander dann hier fürs Racing Team aus Friesland tatsächlich nochmal ein bisschen was erarbeiten. Denn auf TCPs auf Nummer 11 sind es dann immerhin noch 1 Minute und 19 Sekunden Abstand. Und aufgrund der Teamzugehörigkeit switchen wir nochmal ganz kurz ins Englische rüber. TCPs 4 from Great Britain on position number 11. He has still a gap for over 1 minute, 1 minute and 19 seconds to follow Alexander. But Alexander is driving faster. We switch very fast back to Alexander. He has lap times round about 357, 356. So, yeah. 2 till 4 seconds faster than TCPs, but of course, it's still over a minute distance between the two. But of course, lap for lap for lap, the gap will be smaller and smaller, and maybe that's a good thing for the drivers in stint number 5, which we will see in round about 40 till 45 minutes.
Ja, die Mehrzahl von Mercedes ist Benson, genau. Das ist auch nicht schlecht. Ah, all right. And it's Portuguese, Marco. Yeah, no problem if you're not able to speak German. I think that's not standard, but good to hear that you understand English. So, oh yeah, you love the live stream. I really appreciate it. Thank you very much. Even if you don't understand very much, I guess. But good to have you here. Very cool. And I saw you driving in stint number one. Wir wechseln von TCPs auf der 11 auf Ignorance auf der 10 und bleiben aber nochmal ganz kurz im Englischen. So we stay a little bit in English because we change from TCPs 4 on position number 11 to Ignorance 92 from Belgium on position number 10. Still on the third place of the GT3 grid, but now only 1.5 seconds away from Ducati. Ducati and Ignorance, the two Porsche drivers, again very close together. Ignorance had some small problems with a small damage on the front, but now fighting his way back to position number two maybe. Looks pretty good. Let's take a little look on Ignorance and his lap times. We see lap times from round about 356, 357, and Ducati on position number 9. Yes, normally over 4 minutes. He had his best lap now with a 359. So in the end, no problem for Ignorance to close the gap and to attack Ducati within the next kilometers. And the overtake from, I'm not sure who it was, the LMP1 driver here looked a little dangerous, so I saved the replay. We will go back in a few seconds, but I won't to go too far away from Ducati and Ignorance, because I guess with a small gap of 0.4 seconds between Ducati and Ignorance, Ignorance now of course is in the perfect slipstream area, 1.4 seconds time penalty shouldn't be a problem either. And now we had the position change on position 9 and 10. Ignorance catch Ducati and is now on position number 2 in the GT3 grid. And what I told you before, we go a little bit back, I guess round about 80 seconds. Okay, but don't know which LMP1 driver it was. Let's take a look. Was it Haku? Not sure about it. Could be. No, it was Gianni. Let's take a look how crazy it was. Oh, what? Damn it! Have you seen that? Okay, let's take a look again. I think this was a really close one. And this is a good example how dangerous it could be if an LMP1 driver tries to overtake the GT3 ones. And we take the time to see it. Slipstream here. Okay. Whoa! Okay. That looks really dangerous. But everything went wrong. Everybody still on the track. Nothing dangerous happened. Okay. Also, Gianni. Wenngleich wir jetzt ein paar Fahrer übersprungen haben. In einer sehr engen Geschichte hier am GT3-Feld vorbei geswitcht. Wir gehen nochmal ganz kurz hier auf den beiden, wo wir stehen geblieben sind. Ducati auf 10. Oh! Nein, Moment. Falsch hinterher geschrieben. Ignorance hat sich da jetzt wieder überholen lassen. Was ist da denn passiert? Again, position change between Ignorance and Ducati. Let's switch a little bit. Ah, okay. Ignorance had a time penalty. Of course, we saw that already, but lost so much time that Ducati again catched him.
Alright, okay. So that's the reason. Das ist der Grund, warum es hier noch eine Positionsveränderung gab. Kurz vor Start und Ziel, die letzte Schikane vor der Start- und Zielgeraden. Wird sie aber nochmal richtig eng zwischen den beiden Porsche-Drivern. Und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen. Ignorance hat nämlich definitiv die deutlich schnellere Pace. Ducati kann da mit normalen Mitteln nicht verteidigen. Oh, da wird es aber richtig eng zwischen den beiden. Fast Lackaustausch, sieht aber noch ganz gut aus. Hier kommt Ducati aber nochmal, nein, Ignorance, nochmal deutlich über die Streckengrenzung hinaus. Die Stewards sind aber dieses Mal gnädig mit ihm, aber eine sehr enge Geschichte hier zwischen den beiden. Und wie gesagt, Ignorance hier an sich mit der schnelleren Pace. Aber wenn er sich natürlich hier weitere Zeitstrafen einhandelt, nutzt das Ducati auch sehr gerne wieder und holt sich Position Nummer 9 zurück. Im Moment sieht es aber ganz gut aus. Beide relativ frisch in Runde 22 hineingestartet. Und jetzt kann sich Ignorance auch entsprechend absetzen. To Orion HLG, I'm not sure how to say it, but I think you are Roland, aren't you? Was it Roland? I think so. Good to have you here. Take a seat. So, Marc fragt gerade, was fahrt ihr für Einstellungen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben meines Wissens eine eigene BOP für dieses 24-Stunden-Event. Wir sind ja bis morgen Nachmittag 15 Uhr noch unterwegs. Tuning ist aktiviert. Das sind die Informationen, die ich dir jetzt hier auf die Schnelle geben kann. Vielleicht hat noch ein bisschen noch jemand mehr Insiderwissen, aber ich denke, das war wahrscheinlich die Richtung, auf die du hinaus wolltest. Also von dem her eigenes BOP und Tuning. Ansonsten frag noch mal gerne genauer nach. Und wir gehen das Feld einmal weiter durch. Wir springen auf Position Nummer 8, FGR Manuel. Aktuell der Führende hier im GT3-Grid. Und das ist immer sehr, sehr interessant. Ne? Wir sehen, wie tatsächlich Manuel, Ignorance, Ducati hier seit Beginn von Stint Nummer 4 hier mehrfach die Position getauscht haben. Ignorance hat sich dann leider doch ja, einen kleinen Schaden, aber auch einige Zeitstrafen eingesackt und musste immer mal wieder zurückstecken. Und Manuel konnte sich hier aber im Großen und Ganzen aus dem Ärger heraushalten und hat sich mittlerweile stolze 40,5 Sekunden von den beiden Verfolgern absetzen können. Manuel auch mit der richtig starken Pace unterwegs. Wir reden hier von sehr konstanten 3,55er Rundenzeiten. Das müssen ihm die anderen erstmal nachmachen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass er sich da vorne absetzen kann. Plus, er macht keine Fehler und hat eben auch nicht so einen lästigen Zweikampf an der Backe. Also im Moment alles richtig gemacht, Team 49. Und hier auf einem sehr guten Platz 1 im GT3-Klassement unterwegs. Wir kommen also in die Top 7 in unsere LMP1-Gruppe. DBR-Kollektiv hinkt dem Feld hier noch ein bisschen hinterher. Ja, ein bisschen ist gut gesagt. 9 Minuten 30 von der Spitze, 2 Minuten 8 auf Gullywood. Werfen wir mal einen Blick auf die Pace. Wir reden hier von ja, auch ein bisschen unruhigen Rundenzeiten. 3,21, 3,22. Zwischendrin ist auch mal eine 23 oder 25 mit dabei. Gehen wir auf Vordermann Gullywood, über den wir heute auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Kriegt durchaus auch mal eine 3,20 hin, aber ansonsten auch so im 3,22er, im 3,23er Bereich unterwegs. Also Kollektiv und Gullywood hier auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs. Da wird das Gap von aktuell 2 Minuten und 7 vermutlich jetzt auch nicht viel weniger werden. NRC Raptor auf Position Nummer 5 muss sich um die Kollegen da über eine Minute entfernt hinter ihm auch erstmal keine Sorgen machen. Ist hier auch mit 3,18 jetzt sehr starke Runde hingelegt. Ansonsten so 3,19er, 3,20er Zeiten, dann auch nochmal ein bisschen flotter unterwegs. Also Platz Nummer 5 dürfte ihm ja erstmal niemand mehr nehmen. Der Abstand zu Gianni dann doch ein bisschen größer, 2 Minuten 22. Und da wir von den Kollegen aus Belgien reden, switchen wir noch einmal rüber ins Englische. So is GTSV Gianni on position number 4. I think the gap between him and Raptor, about 2 minutes and 23 seconds, is pretty much, pretty comfortable.
Looking at the lap times, follower Raptor is about 320, 319. And Gianni, around about 320. Really, really different. His fastest lap at 318. Had a 318 in lap 23 again. So everything between 318 and 321 possible here with him. But I think the gap between him and Raptor will be very stable till the end of the stint. Auf Position, Nummer 5 hatten wir schon, falsche Richtung. TX3 HQ auf der 3. Und jetzt werden wir uns die Top 3 mal ein bisschen näher angucken. Hier sehen wir nämlich tatsächlich richtig schnelle Rundenzeiten. Wir sehen jetzt hier insbesondere bei HQ saustark, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, um 11:30 darf man dann auch mal solche Wörter in den Mund nehmen. Mit der schnellsten Runde des Rennens bisher in Runde Nummer 22 eine 3:16.729 hier aufs Parkett gezaubert. Das ist meine ordentliche Hausnummer. Und im Moment auch mit sehr konstanten 3:17er Rundenzeiten unterwegs, weiß also ganz genau, was er hier tut. Im rasenden, was ist das? Toyota, glaube ich, ne? Sehen wir ganz einfach. Der Toyota TS050 Hybrid aus dem Jahr 2016. Und es sind 19,3 Sekunden auf Männern. Switchen wir einmal auf den Mann auf Position Nummer 2. Ist auch flott unterwegs. Hat ja mit einer 3:16.806 auch eine richtig schnelle Runde in Runde Nummer 23 hingelegt. Ansonsten hier aber auch, durchaus mal mit einer 3:17er unterwegs, aber da ist auch mal eine 18 und mal eine 19 dabei. Im Porsche 919 Hybrid unterwegs. Auch sehr, sehr stark hier in Stint Nummer 4. Es bleibt aktuell bei den rund 19,5 Sekunden auf Haku. Vielleicht wird es ein bisschen weniger werden, weil Haku wirklich richtig, richtig stark unterwegs ist. Aber Mannem braucht sich ja auch nichts vorwerfen. Absolut zu Recht hier aktuell auf Position 2 unterwegs. Vulkan nach wie vor im Porsche 919 Hybrid auf 1 unterwegs. Das dürfte sich so schnell auch nicht mehr verändern. 1 Minute 43 sind es auf Verfolger Mannem. Und die Jungs mit der Nummer 498. Vollkommen egal im Moment, wer hier am Steuer sitzt, lassen sich nicht lumpen und machen im Moment auch nicht den Eindruck, dass sie den ersten Platz hier in nächster Zeit auch nochmal hier wieder hergeben wollen. Wir sehen hier relativ konstante auch 3:18er Rundenzeiten. Die schnellste 3:17.209 kann dann, kommt immer auf die Runde drauf an, mit Mannem und Haku vielleicht auch nicht komplett mithalten. Aber fährt halt hier sehr sauber seine Runden. Lässt sich hier nicht groß was zu Schulden kommen. Und wie gesagt, 1 Minute 43, auch ein ordentlicher Puffer. Die Zeitstrafe sofort abgebaut. Weiter geht's. Ist natürlich die Frage, ob die lange Gerade hier der optimale Zeitpunkt dafür ist. Man kann das Ganze auch mal von der Kurve noch mal ein bisschen ausrollen lassen, wenngleich das Kurven- bzw. das Zeitabbauen da auch nicht ganz so einfach ist, weil das Spiel natürlich auch weiß, dass man da dann sowieso ein bisschen langsamer unterwegs ist. Wie gesagt, im Moment noch mehr als genug Abstand. Sieht im Moment alles andere als dramatisch aus. Zumindest für Vulkan nicht. Und es geht so langsam, aber sicher in Richtung Runde Nummer 28. Aber 9 bis 10 Runden haben wir noch vor uns. Die LMP1-Fahrzeuge werden am Ende von Runde 37 die Fahrzeuge abstellen. Die GT3-Fahrzeuge am Ende von Runde 31. Gucken wir doch mal, in welcher Runde sich hier der erste GT3-Bolide befindet. Das ist nach wie vor FGR Manuel. Gerade in Umrundung Nummer 24, hat also auch noch ein paar vor sich. Es ist ja erst 11:30, also eine runde halbe Stunde haben wir noch vor uns, bevor wir dann in Stint Nummer 5 starten. Ich schaue auch nochmal der Vollständigkeit halber kurz, zu wem es dann rüber geht, da es auch die ein oder andere Veränderung ja heute gab, nur um sicher zu gehen. Und T49 Echo schreibt auch nochmal hier rein, sehe ich gerade, an alle GT3-Fahrer. Das Ganze allerdings in Englisch. To all GT3 drivers, stay on your line, don't make the line free for the LMP1.
If you still stand on your line, the LMP1 knows where he can catch. That's the way it should be. Und es ist natürlich tatsächlich so, wenn natürlich der GT3-Fahrer, auch wenn er natürlich einfach nett und höflich sein will, relativ unruhig die Seiten auf der Strecke wechselt, um den LMP1-Boliden vorbeizulassen, kann das durchaus auch mal kontraproduktiv sein. Insbesondere, wenn du natürlich mit den unglaublich schnellen LMP1-Fahrzeugen da mit 250 oder was auch immer Stundenkilometer heranrauscht, ist es für dich natürlich auch unglaublich schnell, dann innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde hier noch zu reagieren, wenn plötzlich der GT3 vor dir die Spur wechselt. So, ich werfe noch mal ganz einen kurzen Blick hier rein in die Organisation. Wie gesagt, um sicherzugehen, dass ich hier nichts verpasse, und schaue noch mal, zu wem wir dann gleich oder in einer guten halben Stunde rüber raiden. Werfe auch mal einen Blick in die Renninformationen. Stint 5 hat auch bereits offen. Dort werden sich die Fahrer so langsam aber sicher schon mal eingrooven. Aber wie gesagt, kein Stress. Eine knappe halbe Stunde haben wir hier in Stint Nummer 4 auf jeden Fall noch vor uns. Was geht auf P1 so? Dann gucken wir doch mal vor. McWurst, schön, dass du da bist. In Stint 1 schon mal ordentlich vorgelegt. In Stint 3 bist du, glaube ich, auch unterwegs gewesen. Vulkan nach wie vor souverän auf 1. Ja, jetzt hat er eben noch mal ein paar Sekunden verloren. Die Pace teilweise eine knappe Sekunde langsamer, mal mehr, mal weniger, aber trotzdem auf sehr, sehr ähnlichem Niveau, die Top 3 hier unterwegs. Hatte aber eben auch eine Zeitstrafe, die er nochmal abbauen musste, somit jetzt auf 1 Minute 38 Abstand runter. Immer noch sehr, sehr komfortabel. Streamplan, um sicher zu gehen. Und das müsste dann auch der letzte Stand sein. Wir sind gerade in Stint Nummer 4 und werden in Stint Nummer 5, der dann von 0 bis 2 Uhr geht, zu M.M. Jefferson rüber starten. Das ist der Twitch-Account GTSV-TV-5. Ist natürlich einfach zu merken. Aber wir werden ihm gleich mal ein Follow hier reinschicken, und dann wissen wir zumindest schon mal, zu wem wir später rüber raiden. Teufelsfront, einen wunderschönen guten Abend. Kotzender Eisbär, das hättest du die Emojis in einer anderen Reihenfolge machen müssen. Erst das Kotzen, dann den Eiskristall und dann den Bär. Das üben wir nochmal. Aber schön, dass du da bist. Lange nichts mehr voneinander gehört. Freut mich. Und sei dem Nightbot nicht böse. Er ist heute sehr, sehr streng. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Er ist auch wirklich zu streng, weil ich habe ihn eigentlich lockerer eingestellt. Ja, mal gucken, ob ich besseres Personal finde. Also, Ladies and Gentlemen, gehen wir sie nochmal komplett durch von 14 zu 1. Ein paar Runden haben wir definitiv ja auch noch vor uns. Wir haben auf Position Nummer 14 nach wie vor Reggae Kicks. Das Team mit der Nummer 547 GRL Racing. Ach, tut sich in Stint 4 hier wirklich sehr, sehr schwer. Bittere Geschichte. Ein harter Ritt hier über den virtuellen Asphalt. Aber auch hier ist der Drops noch nicht gelutscht. Wir sind schließlich erst in Stint 4 von 12. Auf Position Nummer 13 haben wir GTT Bundo, der zweite AMG hier im Fahrerfeld, das Team Goldochsen mit der Nummer 486. Kämpft sich ebenfalls tapfer über den Asphalt, leider auch nicht unfallfrei hier durch den vierten Stint durchgekommen. Der Abstand zu Reggae Kings auf 14 weiter, als es die Anzeige angeben kann. Somit das zumindest diesen Druck erstmal nicht im Nacken. Und auf Vordermann Alexander sind es dann immerhin auch knapp 19 Sekunden. Da vielleicht nochmal ein genauerer Blick auf die Pace. Bundo, jetzt dann doch mit relativ konstanten 3,58er, 3,57er Zeiten unterwegs.
und Vordermann Alexander. Ja, dann aber doch bei 3,54, 3,55. Somit wird die Lücke zwischen Bundu und Alexander tendenziell eher größer als kleiner werden. Das Team mit der Nummer 20, Racing Team aus Friesland, mit der Audi Diva hier im virtuellen Le Mans unterwegs. Scheint sie aber ganz gut im Griff zu haben. Wie gesagt, sehr ordentliche 3,54er, 3,55er Rundenzeiten. Arbeitet sich sukzessive nach vorne. Das sieht ganz gut aus und hilft natürlich auch für die folgenden Stints. Teufelsfront fährt wieder bei der RTC mit, manchmal auch NSL und kontinuierlich AWM. Ja, siehst du, alles Veranstaltungen, bei denen ich so also gar nicht am Start bin, was nicht am Interesse liegt, sondern einfach mehr an der Zeit, der gerade der regelmäßige Ligabetrieb, den kriege ich immer ganz schwierig eingeplant. Aber stimmt, damals beim Cop Cup bist du regelmäßig dabei gewesen. Ja, schade, dass es dann nicht mehr klappt. Aber siehst du, man trifft sich immer wieder, man kennt sich noch und das freut mich dann immer wieder, so alte bekannte Namen zu sehen. Schön, dass du reinschaust. Auf Position 11 und Fahrer und Team zuliebe. Oh, weit abgekürzt hier eben drin. Eine Sekunde Zeitstrafe, da kommt jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen was drauf. Switchen wir hier noch einmal kurz ins Englische hinein. So we have TCP's 4 still on position number 11. 1 second time penalty, not dramatically, but he has to lose it till the end of the lap. The gap to follower Alexander is still around 46.5 seconds. Looks pretty good for him, of course. And if we take a look to the lap times, around about 4 minutes. Some slow times here in the last two laps. Would be interesting to see what happened there. Normally he has quite constant lap times, around about 3 minutes and 58. So at the moment it doesn't really look like that the gap between him and Alexander will melt down dramatically. So I think TCPs will stay on position number 11 for the rest of stint 4. Quite safe. But maybe let's also take a look at the team. The team with the number 48, Team Exile. Today on the track in the Audi R8 LMS. Not an easy to drive car, but we have two Audis here on the track today. And of course, the driver is important too. Very wide going, but no damage. Lucky boy, still the time penalty of 1 second, back on the track, and looks quite good right now. Wir switchen auf Position Nummer 10 und Position Nummer 3 im GT3-Klassement, Ducati im Porsche unterwegs. Ja, wie vermutet, hatte die Pace von Ignorance nicht ansatzweise mithalten können. Trotzdem aktuell sehr starker dritter Platz. Das sieht sehr, sehr ordentlich aus. Der Sicherheitsabstand zu TCPs auf 11 mit 1 Minute 55 auch noch sehr ordentlich. Da steigt der Druck zumindest nicht mehr in nächster Zeit. Aber wie gesagt, die 1,5 Minute auf Ignorance, ein ordentlicher Klotz. Wir können aber ja mal gucken. Ducati, ja, mit guten 4 Minuten Rundenzeiten unterwegs. Aktuell aber wenigstens mit frischen Reifen und gut gefülltem, zumindest halbvollem Tank. Gehen wir einmal vor auf Ignorance, sehen wir, ja, der Reifenverschleiß schon deutlich runter, der Tank deutlich leerer. Also hier wird auf jeden Fall auch nochmal ein Boxenstopp kommen. Dann wird der Abstand sich zwischen Ducati und Ignorance zumindest temporär nochmal reduzieren. Und Wahnsinn, wie die LMP1-Poliden da vorbeischießen, oder? Das ist wirklich ein Fest fürs Auge. So, kleiner Switch zu Englisch. Ignorance,
on position number 9, a little bit sliding through the chicane. Close to the beginning of lap number 27. So I guess position number 2 till the end of stint number 4 should be relatively safe. But the gap between him and Manuel on GT3 position number 1 is really, really big right now. 50 seconds, we switch to the pole position. Ah, and again here, 0.5 time penalty. And yes, ignorance is really collecting time penalties in this race. Costs him some time again and again. But like I said, we switch to position number 1 in this GT3 grid, Manuel. Yeah, quite good lap times. Under 4 minutes, 3:57, 3:55. That was a very fast 3:54 between them. And looks pretty good that he will finish stint number 4 in position number 1. Stint number 4 on position number 1 this way around. And looks quite good. Quite good yet. Him, einen wunderschönen guten Abend. Dob Christoph, Servus. Schön, dass ihr reinschaut. Und absolut richtig, Manim schreibt es nochmal. Die GT3s werden Runde Nummer 31 an die Box fahren. Also allzu lange dauert es nicht mehr. Viele Boxenstops werden wir wohl nicht zu gesehen bekommen. Wohl tatsächlich auch von Ignorance nicht. Vollkommen richtig. Danke für den Hinweis. Wir switchen somit rein in die Top 7, in die LMP1. DBR Kollektiv guckt sich das Ganze im Moment noch von hinten an. 1 Minute 24, 1 Minute 25 Abstand zu Gullywood. Kleine Zeitstrafe hier an Bord, 0,4 Sekunden, die wird da schnell abgebaut bekommen. Auf dem Weg in Runde Nummer 29. Die LMP1 haben also noch ein Stück vor sich. Ja, wenn wir das mal sehen. Ne? Haku nach wie vor mit der schnellsten Runde des Rennens, 3:16.729. Der gute Kollektiv hier mit einer 3:20. Dann doch nicht ganz, aber doch fast 4 Sekunden langsamer unterwegs. Aktuell sich so bei 3:23, 3:22 eingependelt. Da wird der Abstand zu Gullywood auf 6 vermutlich nicht groß weniger werden. Aber es ist auch nur noch eine Runde, Viertelstunde für ihn. Roundabout. Auf der 6, King of Gullywood, hier nochmal kurz die Zeitstrafe abgehandelt. Hat jetzt auch zumindest mal eine 3:20 hingelegt, ansonsten eher so im 3:22er, 3:23er Bereich unterwegs. Auch hier wird es vermutlich schwierig sein, das Gap zu Raptor weiter zu schließen, aber zumindest zwischen 6 und 7 wird sich hier nicht mehr allzu viel verändern. Raptor auf der 5, oh, sammelt hier auch Zeitstrafen. Ja, wie gesagt, Le Mans ist wirklich gnadenlos. Aber ohne aktiviertes Zeitstrafensystem würde hier auch wahrscheinlich wirklich halt noch viel gnadenloser abgekürzt werden. Somit gleiche Bedingungen für alle zugegebenermaßen. Everybody has to handle the time penalties. Same rules for everyone. Ja, hier dann auch deutlich weiter im 3.18er, 3.19er Bereich unterwegs. Das heißt, Gullywood und Kollektiv auf 6 und 7 werden ihnen halt definitiv nicht mehr gefährlich werden. Aber auch die Lücke von 2 Minuten und 9 Sekunden zuvor der Mangiani ist natürlich nochmal ein ordentlicher Klotz. We change to Gianni on position number 4. Yeah, had a quite fast lap in lap 26 with 3:18. But in the moment, something between 3:22 and 3:19. A little bit changing from lap to lap. But still with a very good fourth position. 1 Minute 21 nach vorne auf TX3 Haku, der hier ja auch sehr wechselhaft, aber dann doch deutlich unter 3:20 unterwegs ist. Da sehen wir wirklich sehr gute Zeiten, nach wie vor auch mit der schnellsten Runde des Rennens. Die 3:16.729 war natürlich wirklich der absolute Knaller und arbeitet sich und sein Team Hermann Motorsport hier sukzessive nach vorne. Manim auf der 2. Lässt sich auch nicht lumpen. Ganz, ganz stark hier im vierten Stint unterwegs. Hat ja auch mal eine 3:16er Runde hingezaubert. Da ist er zwar nicht mehr so richtig rangekommen, aber trotzdem mit guten 3:17er Rundenzeiten unterwegs, auch wenn es mal eine 3:20er dabei gewesen ist. Aber nach wie vor
Ein ordentlicher Puffer zwischen ihm und Haku. 21,5 Sekunden, auch wenn es vielleicht in den letzten Runden des Rennens ein bisschen weniger werden wird. Ja, und nach wie vor souverän auf 1. Auch wenn die eine oder andere Sekunde dann nochmal weniger geworden ist. 1 Minute 37, da hatten wir auch schon mal 1,45. Da stehen Vulcan auf Position Nummer 1. Und wird das Ding hier auch, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster raus, auf dieser Position, zumindest für diesen Stint, ganz entspannt nach Hause schaukeln. Obwohl entspannt hier definitiv nicht das richtige Wort dafür ist. Okay, ich denke mal, wird gar nicht mehr allzu lange dauern, bis die Ersten hier ihr Rennen abschließen. Der erste LMP1 ist hier in Runde 32 unterwegs. Wie gesagt, in Runde Nummer 37 stellen die LMP1-Kollegen ihre Fahrzeuge ab und übergeben an die Kollegen in Stint Nummer 5. Eher abschließen werden das die GT3 Boliden. Gucken wir uns mal den ersten hier an. FGR Manuel in Runde 28 unterwegs. Das heißt, hat noch gute 3 Runden vor sich und dann geht es so langsam, aber sicher, rüber in Stint Nummer 5. Paul feuert nochmal Bundo an, er ist soweit startklar, heiß wie Frittenfett. Lobby Nummer 5 ist bereits vorbereitet. Mensch, Manuel da gerade nochmal leicht in die Bande rein, die Funken nicht vor Freude gesprüht, aber zum Glück ohne Schaden. Durch die Geschichte durchgekommen, hat er die Strecke ein bisschen weiter ausgenutzt, als es hier lieb war. Aber der Porsche ist hart im Nehmen. Und Nils, einen wunderschönen guten Abend. Haku mucho flott. Ja genau, so kann man es ausdrücken. Morido rapide. So, Anton fragt, ob wir mal kurz bei Kollektiv reingucken können. Überhaupt kein Problem. Hier machen wir fast alles möglich. Kollektiv auf 7 im LMP1-Klassement unterwegs. 1 Minute 27 Abstand auf Vordermann Gullibut, hat also noch ein bisschen was vor sich. Gerade in Runde Nummer 30, in 37 wird das Fahrzeug abgestellt. Also, da habt ihr noch ganz entspannt ein paar Minütchen oder Ründchen Zeit. Ja, und ich würde sagen, ein paar Runden haben wir noch, so 10, 12 Minuten. Ich gehe nochmal ganz kurz auf Manuel, schauen wir mal. Ja, fast 3 Runden, 2,5 sind es noch. Rechnen wir mal nach Adam Riese zusammen. Also, so rund 10 Minuten, dann dürften wir relativ pünktlich um kurz nach 12 in Stint Nummer 5 starten. Und genauso werden wir es auch machen. Wir werden, sobald die ersten 2, maximal 3 Fahrer hier ihren Stint 4 beendet haben, werden wir gemeinsam alle von euch die Zeit und Lust haben, hier rüber raiden zum GTSV-Kollegen in Stint Nummer 5. Da geht es dann quasi weiter, sobald die Kollegen hier eben auch Stint Nummer 4 abgeschlossen haben. Werden sich die anderen Teamfahrzeuge in Stint Nummer 5 dann auch sukzessive auf die Strecke begeben. Aber wie gesagt, wenn die ersten 2 bis 3 Fahrer im Ziel sind, gehen wir einmal rüber zu Stint Nummer 5. Bitte mal Haku zeigen, gar kein Problem. Position Nummer 3. Nach wie vor der schnellste Fahrer hier im Grid. Auch wenn sich die Reifen so langsam aber sicher bemerkbar machen werden. 4 Runden hat er noch vor sich. Aber so wie es aussieht, werden das, wie vermutlich auch schon im kompletten restlichen Stint, 4 sehr schnelle Runden. Also, 3,17er Zeiten, 3,18er. Da war komischerweise auch mal eine 3,21er dabei, vielleicht ein bisschen im Verkehr hängen geblieben. Aber auch Haku ist eben keine Maschine, auch wenn man es meinen mag. Aber wie gesagt, auch bei ihm wird sich das abbauende Gummi auf den Felgen so langsam aber sicher bemerkbar machen. Tommy Kieler, schön, dass du reinschaust. Hallo. Schickt nochmal Glückwünsche raus an Paul für seinen Stint. Das kann er bestimmt gebrauchen. Und so langsam, aber sicher können wir uns mental darauf einstellen. So, ich würde sagen, wir gehen sie nochmal alle 14 durch.
Wir bleiben noch mal ganz kurz auf Haku. Ich befeuchte noch mal kurz die Streamerkehle und dann schauen wir uns noch mal alle von 14 zu 1 sukzessive an. Fast weggeschmissen, aber Haku weiß, was er tut. Kein Problem für ihn. Und wie gesagt, switchen wir einmal auf Position 14 und gehen sie alle mal durch. Reggie Kings nach wie vor auf der letzten Position unterwegs. Ja, hat einen sehr harten Ritt hier im vierten Stint gehabt. Schmerzhafte Geschichte, aber zieht es weiterhin tapfer durch natürlich. Das Team hat ja noch mal ein paar Stints vor sich. Und zieht es so tapfer wie möglich durch. Wir sehen schon auch an der Front. Fabrikfrisch ist die Kiste definitiv auch nicht mehr. Auf Position Nummer 13 haben wir GTT Bundo. Der sich um Verfolger Reggie Kings zumindest im Moment keine Sorgen mehr machen muss. Allerdings sind auch die 26 Sekunden auf TCPs noch ein ordentliches Stück Holz. Da kann er jetzt einfach nur versuchen, konzentriert die letzten drei Runden des Rennens so gut wie möglich runterzuschrubben. TCPs auf der 12. Wir gehen nochmal kurz ins Englische hinein. TCPs 4 on position number 12. GTD Bundo, 26 seconds behind him, shouldn't be a problem anymore. Not in the stint, of course, but what absolutely could be interesting is the gap between him and Alexander on position number 11. Only 2.3 seconds right now, even if there's a small time penalty for TCPs. He has to reduce it to zero, but shouldn't be a problem too. Here we go again. Of course, the gap between him and Alexander will increase a little bit again. So I don't think he will catch Alexander. Could be a close thing, but a quite stable stint here. Stint number 4 from TCPs. Good race till yet. Auf der 11, Alexander. Ja, freut sich, dass da der Abstand zwischen ihm und TCPs noch mal ein bisschen größer geworden ist. Hat sich da wirklich kontinuierlich herangearbeitet, der Brite im Audi. Racing Team aus Friesland aber aktuell noch auf Position Nummer 11 und versucht das natürlich hier bis zum Ende des Stints nach Hause zu retten. Mal sehen, wie es dann im nächsten Lauf weitergehen wird. Auf der 10 haben wir Ducati, der sich hier auch tapfer durchs Rennen kämpft. Immer wieder spannende Duelle mit Ignorance gehabt, den er dann in Summe dann jetzt doch nicht halten konnte. Ignorance hat sich da eher selber immer mal wieder das Leben schwer gemacht. Aber trotzdem, Ducati hier für das Team Triebwerk auf einem sehr zufriedenstellenden dritten Platz aktuell unterwegs. Ignorance, our guys from Belgium, on position number 9 and position number 2 within the GT3 grid. There's some kind of safety distance to the back and to the front right now. 1 minute and 40 seconds to follow our Ducati, but also over 1 minute to the actual GT3 leader FGR Manuel. So Ignorance will not be able to close the gap much more. But if I take a look, so he's in lap number 30, so one more lap till he parks the car into the pit and his colleague starts in stint number 5. And the fuel doesn't look quite great, so I guess he should manage one more lap, but there's not so much fuel lap, so I hope he hasn't calculated it wrong. Und hier der aktuell führende FGR Manuel auf der 8.
Brauchst dich davon nicht beunruhigen lassen. Na, ist mit einer sehr ähnlichen Spritmenge wie Verfolger Ignorance unterwegs. Also von dem her haben die Jungs dann schon vernünftig kalkuliert. Zur Not wird auf den letzten Meter noch mal ein bisschen was am Spritmanagement gemacht. Sie wissen schon, was sie tun. Und hiermit somit hochoffiziell die letzte GT3-Runde in Stint Nummer 4. Manuel wird somit der Erste sein, der das Fahrzeug hier an der Box abstellen wird. Aber knapp 4 Minuten sind es noch. Und dann werden wir uns so langsam aber sicher auf den Übergang in Stint Nummer 5 vorbereiten. Wir gehen nochmal rüber also auch in die LMP1-Klasse. DBR-Kollektiv nach wie vor auf der 7. 1 Minute 24 Abstand auf Gullibut und sich nochmal eine kleine Zeitstrafe eingesackt. Nicht dramatisch, aber trotzdem. Jedes Tausendstel tut weh. King of Gullibut auf der 6. Braucht das erstmal nicht zu beunruhigen, beziehungsweise wird sich freuen, wenn der Abstand nach hinten noch ein bisschen größer wird. 2 Minuten 4 sind es aber auch auf Vordermann Raptor. Raptor auf der 5. Gerade frisch in Runde Nummer 34 hineingestartet. Also knappe 4 Runden auch noch für ihn hier. Und auch hier wird er erstmal keinen LMP1-Kollegen zu Gesicht bekommen. Über 2 Minuten nach vorne und nach hinten. Entspannte Fahrt in den Sonnenuntergang von Le Mans. Wenn man das entspannt nennen kann. On position number 4, GTSV Gianni. With the number 61. And has also some quite comfortable safety gaps. To the front and to the back. Over 2 minutes to Raptor on position number 5. But also 1.5 minutes. To Haku on position number 3. Haku auf der 3. Braucht sich da, zumindest was die Verfolger angeht, erstmal keinen Stress mehr zu machen. Aber natürlich will er hier natürlich noch eine optimale Pace herausholen. Nach wie vor uneinholbar mit der schnellsten Runde des Rennens hier unterwegs. Und fährt wie ein Uhrwerk. Sehr, sehr konstante 3.18er Zeiten. Ja, mit den spürbar abbauenden Reifen ist vermutlich auch nicht mehr drinnen. Aber andere würden sich freuen, wenn sie hier tatsächlich mit neuen Schlappen auf den Felgen solche Zeiten hinlegen könnten. Ja, halbe Sekunde Zeitstrafe da eingesackt. Muss er auch nochmal loswerden. Aber auch alles nicht dramatisch, trotzdem ärgerlich. Will man natürlich nicht haben. Aktuell noch knapp 25 Sekunden auf Vordermann Menem. Einholen wird er ihn nicht mehr, aber hat sich dem Hermann Motorsport Team hier auf jeden Fall einen großen Gefallen getan und nochmal einiges an Zeit herausgeholt. Paki, einen wunderschönen guten Abend. Ist gut, ne? Es ist Mitternacht. Wir haben mittlerweile Sonntag. Schön, dass du reinguckst. 1:12. Und allzu lange haben wir auch nicht mehr. Menem 12 auf der 2. Frisch in Runde Nummer 36, somit die vorletzte Runde in der LMP1-Gruppe hineingestartet. Wird sich auch die zweite Position hier im vierten Stand nicht mehr nehmen lassen. Und weitere 1,5 Minuten davor. Vulkan, auch wenn er tatsächlich summa summarum gute 15 Sekunden auf die Verfolger verloren hat, das Gap ein bisschen kleiner geworden ist, 1,5 Minuten, trotzdem natürlich ein ordentlicher Puffer, den er dann gleich im Stint Nummer 5 übergeben wird. Hier auf dem Weg zu seinen nächsten GT3-Überrundungen. Und Wahnsinn, die Geschwindigkeit. Irre. Und das hier auch über 2 Stunden durchzuhalten, auch alles andere als selbstverständlich. Vollkommen egal. Ob real oder virtuell, eine einfache Aufgabe ist das definitiv nicht. Vor allem über diese lange Distanz hier die Pace zu halten. Also auch vom Vulkan hier wirklich ganz, ganz starke Leistung. So, wir switchen einmal zu GT3 rüber. Da dürfte es nämlich bald soweit sein. Da ist es sogar schon soweit. Manuel hat tatsächlich als Erster hier das Fahrzeug abgestellt. Stint Nummer 5 ist in dem Moment somit losgegangen. Ignorance folgt hier in wenigen Metern hinterher. Na gut. Über 1 Minute Abstand ist es dann doch. Aber auch Ignorance hier auf den letzten Metern. Ignorance will be the second driver who stops his car into the pit.
and gives the car to his colleague in stint number 5. Ja, und Reifen und Tank schreien auch entsprechend um Hilfe. Und auch Ducati, na gut, Ducati hat tatsächlich noch ein bisschen Weg vor sich. Aber auch für ihn hier die letzten Kilometer, eine knappe halbe, naja, sagen wir mal eine Drittelrunde ist es für ihn dann auch noch. Der erste LMP1 ist noch ein bisschen unterwegs. Na, jetzt dann tatsächlich auch in der letzten Runde. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn der erste LMP1 hier, LRT Vulcan, sein Fahrzeug in der Box abgestellt hat, dann haben wir 3 GT3 und ein LMP1 in Stint Nummer 5 am Start. Ich bereite schon mal so ganz langsam, aber sicher den Raid vor. Und wenn die ersten GT3s ihr Fahrzeug abgestellt haben und Vulcan im Ziel ist, gehen wir einmal gemeinsam rüber. Ich werfe schon mal einen kurzen Blick hier auf den Stream von GTSV TV. Dort ist bereits alles vorbereitet. Wenngleich er, glaube ich, noch nicht gemerkt hat, dass bereits 2 GT3-Boliden unterwegs sind. Aber dort geht es dann jeden Moment los. So, schauen wir noch mal. Manuel im Ziel, Ignorance im Ziel, Ducati auch auf den letzten Metern, wird gleich in die Box hineinfahren. Dann haben wir 3 GT3-Fahrzeuge bereits in Stint Nummer 5 am Start. LRT Vulcan hat noch eine halbe Runde vor sich und dann würde ich mal sagen, allzu viel verpassen wir hier nicht mehr. Ich bereite den Raid für Stint Nummer 5 vor. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Anton sagt, super Stream, danke. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid, auch an Nils, alle anderen. Das hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allen Fahrern viel Erfolg und allen natürlich viel Spaß hier für die letzten Stunden. Wie gesagt, bis Sonntagnachmittag 15 Uhr geht es hier noch weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dran und an der Stelle bleibt mir dann wirklich jetzt nicht mehr viel anderes zu sagen als danke. Ich bereite den Raid vor und dann geht es weiter zu GTSV TV. In 10 Sekunden ist es soweit. Menem, den Dank gebe ich auch gerne nochmal direkt zurück. 29 von euch sind bereit zum Raiden. Somit geht es einmal rüber. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören und sehen uns bald bestimmt wieder. Ein schönes restliches Wochenende. Macht's gut. Euer Ralf.